Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Schachfans. Wie Sie sehen, haben die besten Spieler der Welt im WDR um diesen Pokal gekämpft. Wir sehen Kramnik gegen Adams, Yusupov, Hickel, Leko gegen Anand, Timman gegen Neidic. Und im vergangenen Jahr gewann diesen Pokal, das ist übrigens die Kopie eines Kykladen-Idols. Das Original stammt aus dem 4. Jahrtausend vor Christus und ist etwa so alt wie das Schachspiel. Und diesen Pokal gewann der jüngste deutsche Großmeister Arkadi Neidic gegen den holländischen Vizeweltmeister Jan Timman mit einer großartigen Kampfpartie. Herzlich willkommen, Arkadi. In diesem Jahr will er den Pokal verteidigen natürlich. Und er trifft auf keinen geringeren als den neuen Schachweltmeister Rustam Kasimchanov aus Usbekistan. Herzlich willkommen. Am 13. Juli konnte Kasimchanov die höchste Schachkrone in Tripolis im Finale gegen den Engländer Michael Adams erringen. Er ist damit Nachfolger so illustrer Namen wie Bobby Fischer, Michael Thal, Anatoly Karpov, Garry Kasparov und Vishy Anand. Beide Spieler haben bereits in der schalldichten Kabine Platz genommen. Arkadi Neidic spielt als Titelverteidiger mit den Weißen Stein und muss gewinnen, um auch in diesem Jahr den WDR-Fernsehschachpokal mit nach Hause nehmen zu können. Dem Weltmeister genügt lediglich ein Remis, so die Regeln. Beide haben eine Stunde Bedenkzeit und das ganze Match dauert also ungefähr 2 Stunden. Schiedsrichter Horst Metzing, Generalsekretär des Deutschen Schachbundes, wird über diese Regeln wachen. Herzlich willkommen. Als Kibitze werden wie schon seit Jahren die beiden Großmeister Wladimir Hort und Helmut Pfleger die Partie verfolgen, analysieren und kommentieren. Herzlich willkommen, meine Herren. Die Schachprogramme Chessbase und Fritz mit Matthias Willenweber unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit. Herzlich willkommen. In diesem Jahr haben wir aber noch einen ganz besonderen Kibitz als Mitkommentator in unserer Riege. Den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Peer Steinbrück. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Steinbrück ist ein begeisterter Hobbyschachspieler und ist sicher so gespannt auf das Match wie die Gäste hier im Studio und Sie zu Hause. Herr Steinbrück, meine Herren, haben Sie Ihre Püppchen aufgestellt? Sind Sie vorbereitet? Wollen Sie analysieren? Dann kann das Spiel ja beginnen. Bitte sehr. Ja, es beginnt also mit E2, E4, das war zu erwarten, und E7, E5 nicht unbedingt, weil meistens spielt Kasimchanov sizilianisch die Pausenvariante und es geht schnell weiter. Wir machen hier Springer F3, Springer C6, Läufer B5, also ein Spanier. Der Läufer kann den Springer jetzt leicht abtauschen. Ja, Rui Lopez ist am Brett. Ja. Eine Überraschung, doch. Was ist deine Überraschung, Wladimir? Ja, der Schwarz spielt eigentlich mehr sizilianisch und vielleicht wollte er gerade der Vorbereitung weggehen. Also Spanisch, das ist praktisch uralteste Verteidigung. In der Mittlerweile ist auch schon die Rochade passiert. Ne? Ja. Ja, also ganz normale, die Hauptvariante im Spanier, kann man sagen. Und jetzt also auch der Angriff hier auf den Läufer, der muss sich natürlich zurückziehen nach B3. Ja, Rochade, ja. Na, die spielen aber ziemlich schnell zum Anfang. Ja, am Anfang. Klassisch. Ja. Oh, das ist auch Standard. Ist nicht verwundert, diese Steinbrück. Nein, das ist Standard, ja. Das würden Sie auch so spielen, Herr Steinbrück? Ja, ich mag auch lieber offene Partien. Insofern, ja. Das war eine offene Partie. Und die Züge bis hier sind ziemlicher Standard, in der Tat. Welche Klasse spielen Sie denn? So Kreisklasse oder Verbandsliga, wenn man das überhaupt festlegen wollte? Wenn ich das wüsste. Sie wollen sich nicht testen lassen mal? Doch. Sagen, okay, ich gehe mal in einen Verein oder sowas? Nee, ich habe mal gespielt als Junge, als 10- bis 13-Jähriger in einem Verein. Aber ja. Ich würde ja einen Test gegen Sie eingehen, Herr Spahn. Das können wir gerne machen. Aber am besten spielen wir mal gegen Wladimir Hort und er spielt blind gegen uns beide. Da haben wir gar keine Chance. Das glaube ich auch. Wenn ich 15 Züge überstehe, dann wird es gut. Helmut. Ja. Ja, es ist jetzt C3 gekommen, das heißt also, Arkadi Neidic als Weißer hat keine Angst vor dem eventuellen Vorstoß mit D7, D5. Wenn wir das auf dem Brett mal zeigen, das wäre dann das Marschall-Gambit, also ein berühmt-berüchtigtes Gambit. Und das ist wirklich sehr gefährlich für Weiß. Und er zeigt damit an, also du kannst es ruhig spielen,
wenn du mir ein Bein stellen willst, Gambit spielen, tu es nur. Ich nehme den Bauern, den du mir opferst, und mal schauen. Und möglicherweise, ich weiß es nicht, überlegt jetzt also Casimciano, soll ich das wagen, soll ich es nicht wagen? Und wir werden es gleich sehen. Und? Er wagt es. Er wagt es. Er wagt es, genau. Sehr schön. Also da, glaube ich, können wir uns auf was gefasst machen. Ich habe eine Frage an unseren Computer, an Matthias Willenweber. Diese Öffnung, die jetzt gespielt worden sind, oder ist, sind das denn besondere Standardzüge, die die beiden gespielt haben? Du hast jetzt schon so viele Partien bei dir im Computer. Ja, es ist so, dass Casimciano, wie Dr. Pfleger sagt, eigentlich in der Regel Pausensystem oder das Eagle-System spielt. Aber weil gerade jetzt in Dortmund auf dem Großmeisterturnier und in Mainz auf dem Schnellturnier der Neidic so toll gespielt hat, hat zwei fantastische Gewinnpartien mit diesem System gehabt, ist es verständlich, dass Casimciano dem ausweicht hier. Ja, der hängt der Bauer auf F5, aber ein paar Wörter vielleicht noch zu Marshall. Ja. Das war eine, wirklich so ein Cowboy aus USA, der war auch Großmeister und er verlor zweimal kläglich gegen Lasker, sagen wir. Aber er spielte damals große Rolle, es war Amerika, Europa. Aber guck mal, lass mich, jetzt passiert hier eine ganze Menge. Ja, das jetzt ist alles Theorie. Es ist ja wie Cowboy. Ja, der kam nach Europa so, er wurde auch so immer fotografiert. Und ja. Die Leute mögen ihn, es ist ein direkter Gambit, wirklich, heute noch existierend. Das heißt, dass diese Eröffnung hält sich noch bis heute, ist er oft an den Turnieren. Und natürlich spielen das die Leute, die gerne Offensive haben als Schwarz. Ja. Herr Steinberg, Ihnen sagt Marshall auch etwas, außer dem Marshall-Stab. Nein, muss ich passen. Was mich viel mehr beschäftigt, ist, dass Casimciano offenbar sehr gezielt ein Bauernopfer eingegangen ist, auf der sehr, sehr jetzt doch beherrschenden E-Linie. Und vielleicht können Herr Pfleger und Herr Hort das uns noch mal erklären. Ja, nun, er muss ja gewinnen. Ja. Das ist das Dilemma. Ja, das heißt, ja gut, aber Casimciano muss eigentlich nur Remis spielen und er opfert einen Bauern, das ist also wirklich sehr gefährlich. Andererseits hat sich in vielen Partien gezeigt, nicht zuletzt bei Casimcianos Gegner Adams, der spielt das gerne, dass das also durchaus sehr gute Chancen hat für Schwarz. Und viele Weißspieler vermeiden es heute. Das ist also, die wollen das heiße Eisen gar nicht anfassen. Mhm. Der Nachteil in einer weißen Stellung war bis zu dem D-Zug eben, dass in der Tat die Offiziere hinten von Neidisch, insbesondere der B-Springer, ziemlich eingeklemmt waren und der Läufer auch. Das heißt, die Entfaltung erschien mir da auf dem Damenflügel des weißen Spielers nicht so gut, wie die schwarze Position ist. So ist das, so ist das. Weiß schließlich jetzt Option auf dem Zug D2, D3 oder D2, D4. Das sind zwei ganz verschiedene Varianten. Es existieren sicher bei Fritz Tausende von Partien. Natürlich, Schwarz kann dann immer Dame DAH4, das ist ein typischer Zug. Das wollen wir mal langsam machen, Helmut. Dame, ja, für die Zuschauer, die etwas weniger gut Schach spielen als ihr. Ja, also wenn, dann würde die Dame von H4 eben im Verein mit dem Läufer D6 schon Einschlag beim weißen König auf G1 drohen. Das ist natürlich brandgefährlich und oft kommt die Dame eben wirklich da gleich in der Eröffnung zum weißen König. Und das ist die Gefahr. Und Ministerpräsident Steinbrück hat es ja schon gesagt, der weiße Damenflügel ist völlig unterentwickelt. Turm, Springer, Läufer sind alle noch hinten drin. Und das ist die Chance. Schwarz hat einen Bauern geopfert, aber er ist in der Entwicklung, ist er weit voraus. Blastimi, wie würdest du denn zum Beispiel Casimciano einschätzen gegenüber Neidisch jetzt? Also er ist 35. der Weltrangliste, glaube ich, wohl. Und Casimciano ist jetzt Weltmeister geworden, er hat sicherlich einen Höhenflug. Ja, ich beneide beiden, weil die sind noch sehr schön jung und zu allem fähig, sozusagen. Ja, beide haben sicher eine Karriere vor sich hin. Helmut, wie siehst du das? Ja, Casimciano, gut, der braucht sich nicht mehr zu beweisen. Er ist Weltmeister geworden gegen sehr starke Gegnerschaft. Also er ist ganz sicherlich einer der ganz Guten. Und Arkadi Neidic hat beim Turnier in Dortmund wirklich hervorragend gespielt. Ja. Und möglicherweise war dieses Turnier, also sein Aufstieg, doch in die Weltspitze. Man muss immer vorsichtig sein, also vielleicht war es auch nur eine Eintagsfliege, aber es ist durchaus denkbar, er hat ja auch die Schule hat er sein lassen und will sich jetzt nur noch auf Schach konzentrieren.
Mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Herr Steinböck, Sie haben ja die Partien, haben Sie mir vorhin erzählt, also nachgespielt, beziehungsweise Sie haben die im Internet gesehen und haben dann gesagt, okay, die Partien, und er hat ja wunderbar gespielt, Herr Neidisch. Ja, also in dem letzten Drittel hat Neidisch, wenn ich mich nicht täusche, 2 oder sogar 3 Partien hintereinander gewonnen, was in diesem Turnier, das ja zu, nach meiner Erinnerung, 75% ihre Remis-Partien hatte, sehr ungewöhnlich war. Er begann etwas unglücklich nach meiner Erinnerung, als ich das Turnier besuchte. Aber er hat sich da als ein fantastischer Schachspieler herausgestellt. Ich habe mich gewundert über den Zug, den er eben gemacht hat mit dem Bauern D2, D3. Ich hätte gleich auf D3, von D2, D4 gezogen. Helmut, können wir das mal schauen, wie was das wäre? Ja, gut, das ist also der Zug hier statt D3, D4. Das sind also diese beiden Felder. Und das ist richtig, sie sind im Einklang mit der Mehrzahl der Schachspieler. Fast alle spielen hier D4. Aber warum jetzt zum Beispiel F3? Das zurückhaltende D3, das hat eben auch was für sich und vor allem ist es weniger erforscht. Also und vielleicht meint er, Moment, gerade da, dann will ich das mal so probieren. Und jetzt entwickelt er hoffentlich langsam seine Figuren. Er hat, Kasim Tschanow hat nicht den direkten Weg auf den Schwachpunkt H2 gesucht, sondern er hat zunächst mal seinen Läufer auf der weißen Linie bemüht. Es ist sehr interessant, von Strategie her ist das unglaublich kompliziert, weil vielleicht will Schwarz zuerst E-Linie in seinen Plan irgendwie, wie soll ich das sagen, Dame H4 hat noch Zeit. Mit D2, D3 würde ich noch sagen, Weiß behält natürlich diese Option auf das starke Feld E4. Wenn da natürlich Springer D2, E4 kommt, dann hat er schon Unterstützung. Auch von dem Bauer. Also, aber er verbaut sich ja zum Beispiel die Diagonale für seinen Läufer dann. Also er muss ihn dann eher entdecken. Ja, irgendwie muss Weiß sicher diese zwei Figuren in Spiel bringen. Ja. Wie würde das zum Beispiel jetzt der Schachcomputer machen? Fritz, was sieht ihr denn da für Möglichkeiten? Ausgeglichen ist das sicherlich. Also das ist noch eine Theoriestellung und zwar eine recht aktuelle Theoriestellung. Aha. Das ist gerade auf der FIDE-Weltmeisterschaft, bei der Kasim Tschanow ja Weltmeister wurde, gab es eine Partie zwischen dem griechischen Großmeister Krotonias und Grischuk. Da gewann Grischuk, der auch deutlich stärker ist, mit Schwarz. Und die Partie hat natürlich Kasim Tschanow gesehen. Und ich denke, der Partie werden wir auch noch ein Stück folgen hier. Aha. Im Grunde genommen sind wir gar kein Neuland mehr, sondern wir haben das alles schon mal erlebt. Wenn man Internet sich angesehen hätte, sagen wir, okay, bis zu diesem Zug ist alles schon mal da gewesen. Ja, auf jeden Fall jetzt in der Stellung greift eben die weiße Dame den schwarzen Läufer auf F5 an. Das ist also da, auf die Drohung muss Schwarz reagieren. Andererseits, das andere ist, vorsichtig, man könnte ja meinen, dass also auch der Läufer hier den Springer angreift, aber wenn jetzt wirklich Weiß nochmal am Zuge wäre, also Vorsicht, weil egal bei welchem Motiv, lassen wir mal den schwarzen Läufer einfach mal aus didaktischen Gründen hierhin zurückgehen, dann nimmt der Läufer den Springer. Er ist ein sehr hängender Bauer dann. Ja, der Bauer nimmt wieder, ist vereinzelt. Und jetzt nimmt die Dame wieder, Steinböck, das wäre wunderbar. Ja. Aber jetzt die Dame wieder nehmen. Ja, ich würde jedenfalls vermeiden, dass ich einen Einzelbauer auf der D habe, der ziemlich hängt, sondern ich hätte dann geschlagen in der Tat mit der Dame. Dann sind die Dame aber los. Ja. Aber jetzt wegen eben des, wegen des Schachs. Wegen des Abzugschachs, richtig. Ja. So einfach ist im Prinzip Schachlast in mir, ne? Ja, Schach ist eigentlich nicht so manchmal schwierig. Wir machen uns das schwierig. Ja. Aber mir würde interessieren, vielleicht Helmut, eine andere Sache. Wenn ich jetzt als Schwarz wirklich aggressiv bin und Dame D8 habe, lass uns mal auf das Brett sehen. Ob ich kann diesen Läufer opfern noch dazu? Was meinen Sie, Herr Ministerpräsident? Also ist der Läufer vergiftet oder kann man ihn nach Dame D8 H4 von Schwarz, das sehen wir auf Analysebrett, kann man ihn nehmen oder kann man Helmut, ihn nicht Helmut zeigt das mal für die Zuschauer. Ja, also hier, das ist dieses, jetzt die Drohung wieder, von der also der Ministerpräsident vorhin schon gesprochen hat, auf H2. Und jetzt wollen wir es einfach doch mal anschauen. Das nimmt und den weg. Vermutlich überlegt auch Arkadi Neidisch im Moment dran, wenn jetzt Weiß den Läufer wegnimmt, hat also eine Figur mehr, dann der Einschlag hier beim und dann kommt natürlich König, der ist Trombiner. Im Schach. Ja gut, der Angriff wird dann einer der beiden schwarzen Türme sein auf der E-Linie. Ja, ja, jetzt lassen wir mal jetzt den. Jetzt muss er dahin, es kommt wieder Schach. König kommt dahin wieder gehen. Und er gewinnt den Turm. Und jetzt hier, die Dame gibt dem König wieder Schach. Der König muss jetzt kommt der raus. Turm.
Und der verliert den Turm. Das ist das verlorene Spiel. Insofern ist der Läufer vergiftet. Lastimir, du würdest den auch nicht nehmen. Jetzt haben wir das ja gesagt. Jetzt würdest du den auch nicht mehr nehmen, Lastimir. Ich bin nicht so sicher, aber die haben die Partie sicher so vorbereitet. Also es kam tatsächlich dieser Zug und er hat ihn als vergiftet gesehen. Und er hat ihn sofort... Die Drohung ist also hier und so und das ist sehr, sehr unklar. Ich weiß es nicht. Man muss sehr lange, man braucht sehr lange hier. Jetzt ist Garde, nicht? Jetzt die Dame wird wahrscheinlich, darf ich jetzt ein Bierchen wetten, Dame H4, H3 kommt jetzt eigentlich ziemlich schnell. Ich werde noch nicht als Schwarz, jetzt will ich nicht die Dame tauschen in dieser Stellung. Also das heißt Dame H4, H3. Helmut, bist du bereit, ein Bier zu opfern? Nein, ich habe um Gottes Willen, in dem Fall nur wirklich nicht. Was, was sieht denn jetzt zum Beispiel der Schachcomputer? Sieht ja ein bisschen anders aus, ne? Also wir folgen nach wie vor der erwähnten Partie Kotronias gegen Grischuk aus Libyen. Ist doch nicht zu glauben. Und auch da geschah, wie in der Partie jetzt Dame H3. Das ist aber auch noch die Stellung wie in Tripolis jetzt. Ja, ja, wir sind genauso in der aktuellen Eröffnungstheorie sozusagen. Aha. Ja, was man sieht eben, die weißen Felder jetzt. Weiß musste seine weißen Felder um seinen König schwächen. Ja. Also gerade F3, G2, H3. Und die Dame, die steht also wirklich sehr lästig hier beim weißen König und drohend und deckt gleichzeitig eben auch ihren eigenen Läufer damit. Also alles ist gedeckt. Der Läufer ist wieder mobil. Der kann zum Beispiel auch dann hier die weiße Dame angreifen. Also da sind etliche Möglichkeiten in der schwarzen Stellung. Ja, oder diese E-Linie ist hier sehr faszinierend, ja. Wenn Schwarz könnte diese... Ich würde als Schwarz voll auf die E-Linie setzen. Die beiden Figuren B1, C1 sind nach wie vor Schwachpunkte in dem weißen Spiel. Der Springer und der Läufer. Der Springer und der Läufer. Ja. Das heißt, die Turmposition von Weiß ist um Längen schwächer als die von Schwarz in meinen Augen. Wie rechnet der Computer das aus? Ihr sagt Längen schwächer, dann rechnet er immer 0,5 oder 1,4 oder wie auch immer Punkte. Oder ist das 0 zu 0? Die Stellung ist noch ausgeglichen aus Sicht des Computers und gespielt wurde in der Vorgängerpartie ein Entlastungsmanöver von Weiß. Der Ministerpräsident hat ja auf den Entwicklungsrückstand hingewiesen und das Entlastungsmanöver beginnt mit dem Zug Läufer schlägt D5, das geschah von Cotronias. Und nach dem Rücktausch kann Weiß das Feld F4 besetzen und sich damit ein bisschen Entlastung verschaffen. Ist da eine vernünftige Entlastung? Ja, nicht ganz, denn es ist ja immer noch der schwarze Läufer auf D5, der dann zu einem Doppelbauern führen könnte auf der F-Linie. Aber der Zug ist jetzt vorhersehbar gewesen. Mhm. Ja, es ist also wirklich so gekommen. Es ist ein sehr konkretes Spiel plötzlich, also sehr konkretes Spiel. So. Aber wahrscheinlich folgt Schwarz noch dem Muster, also das ist jetzt... ein bisschen, ich hoffe für Neidisch, dass er das schon zu Hause hatte, die Stellung, also dass das für ihn keine Terra Nueva ist. Ja. Dann ist man wie bei der Prüfung in der Schule, plötzlich weiß man nicht, wie weiter. Ja. Aber Helmut, die beiden Spieler haben sich ja gegenseitig vorbereitet mit Hilfe des Computers. Sie wissen genau, welche Spiele die in den letzten Monaten gespielt haben. Ne? Das ist das eine und ich habe keinen Zweifel. Der Zugläufer D5 hier, also als er den Springer geschlagen hat, der kam wie aus der Pistole. Also das war ganz schnell, der hat überhaupt nicht überlegt. Er weiß noch, was los ist. Noch. Mal schauen, ob er auch später noch weiß. Herr Steinberg, wann wird so ein Spiel unübersichtlich? Also, er weiß noch, was los ist, sagt der Pfleger. Irgendwann fängt man an zu schwimmen als Normalverbraucher. Naja, das Mittelspiel ist dann für einen dilettierenden Hobbyspieler für mich das Schwierigste. Ich gebe zu, am schwierigsten sind inzwischen für mich Endspiele zu führen gegen einen Schachcomputer. Denn ja, je mehr die Komplexität reduziert wird, desto stärker kommt der Vorteil natürlich von den Schachcomputern zum Ausdruck. Und nachher Endspiele mit jeweils nur 3 oder 4 Figuren gegen gut programmierte Schachcomputer zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer. Dann müssen wir es so machen wie unser früherer Bundespräsident von Weizsäcker, der gesagt hat, also wenn ich so weit bin und sehe, dass ich verliere gegen den Schachcomputer, dann ziehe ich den Strom raus. Ja. Das fand ich wunderbar. Ja, ich beschimpfe den dann. Ja, ist und das Schöne ist, dass er nicht antworten kann. Ja. Das hätte man in der Politik auch manchmal gerne, was? Ja, aber das wäre dann für die Opposition gegenüber der Opposition doch nicht fair genug. Aber ist auch manchmal langweilig, ohne Widerhall.
Ja, aber zu viel Beschimpfung wollen die Menschen auch nicht. Nach dem Motto, die Idioten und die Schlaumeier sind immer nur einseitig verteilt, das glauben die nicht, sondern sie glauben das Volk der Normalverteilung der Bevölkerung. Das stimmt ja auch nicht ganz, ne? Das müsste ich zugeben, ja. Aber also haben Sie denn nicht zum Beispiel ein Bauernopfer auch schon mal gemacht, außerhalb der Partie? Oh, ich habe schon an Springer und selbst Türme geopfert, um eine bessere Qualität in der Stellung zu bekommen. Nein, ich meine zum Beispiel der Politik. Ach so. Ja. Das lassen wir jetzt erstmal offen. Wir schauen mal wieder auf die Partie. Ja, jetzt wahrscheinlich Schwarz erinnert sich jetzt, weil eigentlich er müsste jetzt den Läufer nehmen, nicht? Also warum denkt jetzt der Schwarz? Ja. Will er da noch einschalten, Läufer G4, das geht doch nicht. Will er Turm E8 auch nicht? Also, er ist jetzt eingeschlafen. Wenn der Turm E8 ist, was dann? Ja, dann Läufer E4 habe ich noch einen Zwischenzug. Also, ich glaube, Schwarz muss doch den Läufer schlagen. Also, da wäre zweites Bier schon heute fällig, sozusagen. Ja. Ja. Nein, warum aber denkt er das? Das ist eine alkoholfreie Sendung, hast du mir. Ja. Also C schlägt F4, warum denkt er jetzt Schwarz nach? Meistens die Kollegen oder die Großmeister, die erinnern sich in diesem Moment. Iwanchuk schaut in die Sterne nicht oder so oder was. Helmut, was würdest du jetzt machen? Musst du den nehmen? Ja, nee, ganz klar. Ja, was ich nicht, und das könnte man vielleicht Ihnen, wenn Gelegenheit ist, fragen, warum hast du eigentlich überlegt? Denn manchmal ist es so völlig unverständlich. Und in Dortmund zum Beispiel, wo also Herr Steinbrück ja auch manchmal ist, dann so anonym unter den Zuschauern, dann fragt man sich auch, ja, warum zieht denn der nicht endlich? Und die einfache Erklärung, er ist gerade auf der Toilette, aber das fällt ja in dem Fall jetzt hier wohl weg. Sehen, ja. Er muss ihn nicht unbedingt schlagen. Wenn er den Läufer jetzt auf G4 setzen würde und die Dame bedroht, dann kann ihm natürlich zunächst sein, der weiße Läufer da ziemlich gleichgültig sein. Die Frage ist nur, womit rechnet er dann, wo die weiße Dame hingeht? Verspricht er sich einen Vorteil davon, die Dame zu vertreiben von der Position F3? Ja, das Feld wäre aber, ich vermute, dass nach Läufer G4 vielleicht Dame F3 G2 wäre und ich würde mich eigentlich als Weiß wohlfühlen, wenn die Damen aus dem Brett sind. Ja, ja, aber das war einfach dann ziemlich. Ich fühle mich mit den Damen immer wohl, aber in dieser Stellung möchte ich am liebsten als Weiß keine Damen da haben. Ja. Wie sieht das denn jetzt, Fritz? Ja, also, unbedingt schlagen oder sieht er inzwischen? Stellung ist in der Tat. Es ist theoretisch gespielt wurde von Schwarz hier C schlägt D5. Und das Interessante ist ja, dass Schwarz in der Partie auch gewann. Aber Fritz sieht als besten Zug mit leichter Präferenz den Zug Läufer G4. Der ist so also taktisch zumindest gut spielbar. Läufer G4. Helmut, das zeigen wir doch mal bitte auf unserem Brett für die Zuschauer. Läufer G4, wenn wir das Brett mal, jawohl, dann greift also der Läufer die Dame an. Ja. Also genaucht. Der Computer folgt dem Ministerpräsidenten oder umgekehrt. Der folgt dem Ministerpräsidenten. Und dann kann die Dame eben zurückgehen. Und dann wird es scharf, dann könnte Weiß auf F7 schlagen mit Schach. Aha. Dann wird es sehr scharf. Das zeigt mal, auf F7 schlagen, Helmut. Schwarz müsste dann zurückschlagen. Ja, Moment, jetzt ist aber erstmal, also Läufer G4, was kommt dann? Läufer schlägt F7 mit Schach. Ach, sofort, um Gottes Willen. Aha. Das ist wirklich, also Läufer schlägt F7, er frisst alles, also wie ein guter Computer. Und dann zieht sich die Dame nach G2 zurück. Also so ein Bauer, wenn der ist nicht vergiftet, dann ja. Gebe ich ganze Runde aus jetzt und so weiter. Ja, na, wirklich, also das, nein, bitte. Also, aber so sind die. So, ich habe schon gehört, ein neues deutsches Wort jetzt mit dieser ganzen Diskussion über die Grammatik und so. Das neue deutsche Wort heißt Fritzen. Und das ist mit Fritzen kokettieren oder, du kennst doch das Wort nicht, Matthias, Fritzen. Ja, das ist ein sogenanntes cooles Wort, ja. Ja, ein cooles Wort. Jetzt gucken wir uns auf die aktuelle Stellung mal, Helmut. Wir gucken uns das mal an. Das ging. Das ist jetzt die. Er hat also jetzt wiedergenommen. Auf D5 den Läufer und Weiß hat seinen Läufer von C1 nach E3 entwickelt. Das ist also ganz wichtig jetzt, die Entwicklung zu vollenden. Ja, aber alles ist schon ist auf die fünfte Position schon gekommen. Der Weiß hat sie noch kaum entwickelt, immer auf 3. Das ist richtig. Aber er gibt dadurch einen Bauer zurück. Also dieser Marschall, der dreht sich jetzt im Grab, der ist wahrscheinlich zufrieden. Ich habe den Bauer zurückgewonnen und ich habe noch Läuferpaar. Also der hängt jetzt auf D3, ich weiß nicht. Ja gut, aber wenn der ist, dann können wir das mal anschauen.
Wie geht es dann weiter, wenn die Dame dann auf D5 wegnimmt? Ja. Das ist wahrscheinlich der Punkt, warum er ist auch vergiftet. Ja. Beide Läufer an. Ist das so? Ja, das ist Ist das so? Ist das tatsächlich oder so? Ist es Remis dann vielleicht? Das Turm ist sehr AD8, schwierig. Wollen wir noch sehen? Turm AD8. Bitte, ein Läufer ist leicht zu opfern. Jetzt nehmen wir mal hier weg und jetzt kommt also ein schöner Abzug. Läufer schlecht G3. Sieht auch dann gut aus. Dann ist die Dame angegriffen und gleichzeitig hier das ist entschieden, der Bauer H2. Ja, das sind aber keine feinen Methoden, Helmut. Und jetzt, Moment. Machen wir es noch ein bisschen weiter. Dame E4. Ja, wahrscheinlich. Dame E4. Ja, Läufer schlägt H2. Und dann kann es Läufer schlägt H2 mit Schach. König H1. Und wäre tatsächlich. Es schaut nach einem Remis dann aus. Aber das wäre genau das, was der Schwarze wollte. Jetzt wieder zurückgehen. Die Dame gibt dem König wieder Schach. Der muss natürlich auch wieder nach G1. Ja, aber das wird so nicht kommen. Und das Spielchen wiederholt sich. Aber warum soll ich auf G3 Schach geben? Ich kann auf Diagonale, darf ich das, Helmut, noch für die Zuschauer auf diese Demo, Läufer auf Diagonale auf, weiß nicht, B8, König G1 und jetzt Turm kommt. Turm D6. Also, wenn schon Marschall, dann wirklich. Dann richtig. Pershing. Dann Pershing. Petten. Helmut, wir stellen mal wieder auf die Ausgangsposition zurück, das dauert ja noch ein bisschen. Herr Schrammel, würden Sie so eine Partie auch gerne spielen wollen, sowas? In der Qualität? Ja. Da bin ich Lichtjahre entfernt. Da sind wir Lichtjahre, da sind die meisten Zuschauer sicherlich auch. Und deswegen sind wir froh, dass wir hier die beiden Kommentatoren haben. Und die sollen versuchen, das langsam zu kommentieren, Helmut und Wlastimil. Ja. Damit also wir ein bisschen mitkommen. Und das ist etwas kompliziert. Was sagt denn Fritz jetzt beispielsweise nochmal? Fritz, der mag ja Bauern, der würde natürlich auch auf D3 jetzt den Bauern zurückgewinnen wollen. Das gab es aber auch schon mal in einer einzigen Großmeisterpartie vorher, auch zwischen zwei wieder sehr starken Spielern, zwischen Grischuk und Kalifmann, Ex-Weltmeister Kalifmann. Ja. Immer noch sozusagen auf dem Boden der Theorie, Schwarz schlägt auf D3. Also würde auf D5 würde auf jeden Fall den Bauern sich organisieren. D3. Das zieht das Programm im Augenblick nicht in Betracht. Nee, das möchte dann ruhig sich weiterentwickeln nach Läufer schlägt D3. Mhm. E3, ja. Ja, aber grundsätzlich wird also jetzt Weiß versuchen, natürlich ist Schwarz am Zug, also auch noch seinen letzten Springer zu entwickeln nach D2 und dann eben wirklich sicherstehen. Er hat also nach wie vor die Löcher um seinen König, diese weißfeldrigen Löcher. Andererseits hat er einen Bauern mehr und im Falle eines Falles ist immer auch der Bauer D5 bedroht. Also das ist auch ein Kapital. Und Kasim Canov muss sich jetzt eben überlegen, wagt er es auf D3 wegzunehmen und es schaut ja gar nicht so schlecht aus oder wagt er es nicht? Er denkt nach jetzt. Die interessanteste Position für den weißen, für den schwarzen Weißen, also den schwarzen Läufer, der auf Weiß läuft, ist natürlich die Position E4, die im Augenblick durch den Bauern D3 behindert wird. Das heißt, um den Bauern D3 zu schlagen und dann auf die Position E4 zu kommen, würde ich vieles opfern, weil dann die Partie mehr oder weniger entschieden wäre. In der Diagonalen bis hin auf die Position G2, H1. Ja. Meinen Sie, es ist jetzt so eine Art von der kritischen Stellung? Ja. Würden Sie das als kritische Stellung? Ja, wir können es sehen. Jetzt. Wenn Weiß, Schwarz vielmehr zwei Züge nacheinander machen könnte, dann käme jetzt E4. Dann wäre es sofort aus. Der Läufer greift die Dame an, die muss irgendwo hinweggehen, also lassen wir sie zum Beispiel nach E2 gehen. Und schon kommt die schwarze Dame dankend rein zum König und das ist Schach und Matt. Also da ist wirklich eine Gefahr. Und ja, meine lieben Zuschauer, hier als Gast haben wir in unserem Studio den Präsidenten oder wie auch immer, oder die graue Eminenz oder was man auch immer sagt, des Schachclubs in Porz. Und Porz hat in diesem Jahr den deutschen Meister gemacht und den Pokalsieger. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hilgert. Also es wird dir ein Applaus wert. Zum wievielten Mal hat es denn Porz geschafft? Ja, Porz ist zum 10. Mal deutscher Mannschaftsmeister geworden, außerdem 8-mal Pokalsieger und 13-mal Vizemeister.
Das heißt, Sie müssen eine unbändige Liebe zu diesem Spiel haben, sonst würde man das doch gar nicht machen im Grunde genommen. Ja, da geht es mir wie den Ministerpräsidenten. Ich spiele gerne Schach. Und in welcher Qualität, wenn wir jetzt zum Beispiel beide spielen würden, dann würden wir sagen, okay, das geht vielleicht aus wie Remi, wie mit dem Ministerpräsidenten und mir. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau, nein. Wir haben ja beide schon hin und wieder gespielt, ja. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Wie ist das denn und wie geht es denn weiter mit Ports? Ich habe gehört, also es gibt einen neuen großen Namen für Ports. Ja, Adams wird nach Ports kommen für die nächste Saison. Aber im Wesentlichen geht es uns darum, dass wir unsere Jugendarbeit noch verstärken. Ihr habt ja 17 Jugendmannschaften. Ja. Das ist ja ungeheuerlich, ne? Und was kostet zum Beispiel so ein Unternehmen, wenn man sagt, okay, wir haben so ein Unternehmen und dieses Unternehmen muss ja finanziert werden, wer auch immer das macht, und das kostet sicherlich eine Menge Geld im Jahr? Das ist eine hochinteressante Frage, die ich natürlich nicht gerne so beantworten möchte und auch nicht so kann. Aber wenn man in der Bundesliga an der Spitze mitspielt, muss man und auch Nachfolgemannschaften in guter Position haben will und die Jugendarbeit, wie bei uns leistet, muss man schon ein paar hunderttausend Euro investieren. Das ist eine ungeheure Summe und das macht Sie oder machen welche auch immer Leute in Ports, dass es zum Beispiel diese Mannschaft gibt, die in diesem und in diesem Jahr vielleicht auch wieder um den deutschen Meister mitkämpfen werden können oder müssen? Wir werden sicher auch um den Meistertitel wieder spielen, aber die Vereine werden immer stärker und das ist auch gut so. Desto mehr starke Vereine in der Bundesliga sind, ja. Desto einfacher ist es, dann kann man sich auch mal erlauben, mal 4-4 zu spielen und muss sich gleich sagen, jetzt habe ich verloren oder 4-4 gespielt, jetzt bin ich vom ersten Platz weg. Nun gibt es aber ein ganz großes Problem. Die meisten Spieler in der Bundesliga kommen ja nicht aus Deutschland. Und Deutschland ist ja etwas, würde ich sagen, etwas schwach momentan mit guten Spielern. Wie kann man sowas abhelfen? Ihr habt eine große Jugendmannschaft, das heißt 17 Mannschaften. Wie kann man da noch weiterarbeiten? Naja, man kann es nur über die Jugend machen und kann sehen, dass man die immer weiter aufbaut. Von der dritten Mannschaft, meinetwegen in der Regionalliga, in die zweite Mannschaft, in die zweite Bundesliga bringt. Und dann versuchen, dass man sie aufbaut und dass sie stärker werden. Das Problem ist natürlich so, wenn Ports eine Bombenjugendabteilung hat, die Leute, die ein bisschen besser wären, die gehen dann ins Umfeld, ja, und gehen zu Vereinen, wo sie in der Oberliga oder auch in der Verbandsliga am ersten Brett spielen. Das ist wie im Fußball, das ist ja nicht anders. Deswegen wünsche ich Ports und Ihnen, wie auch immer, die besten Wünsche für das kommende Jahr oder für dieses Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder dann, wenn Sie wieder Deutscher Meister und Pokalsieger und Weltpokalsieger. Was gibt es sonst noch zu gewinnen? Kaum noch etwas anderes. Es reicht uns, wenn wir Deutscher Meister wieder wären oder wenn wir Vizemeister wären, man muss nicht immer gewinnen. Okay. Der olympische Gedanke ist ja auch was Schönes. Wunderbar, herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das ist inzwischen hier weitergegangen, ja. Und wir sehen also jetzt gerade die Stellung. Und es kam dazu, wenn wir das noch mal kurz Revue passieren lassen. Wirklich hat Schwarz jetzt hier geschlagen auf D3. Und die weiße Dame nahm auf D5. Also nach wie vor ist Weiß mit einem Bauern voraus. Und der Turm kam jetzt nach D8. Und das droht eben ganz gefährlich, diesen Abzug nach G3. Wonach der Turm die Dame angreift und eben sehr gefährlich der weiße König auch auf G1 bedroht ist. Und vor dieser gefährlichen Drohung ist Weiß freiwillig gleich mit der Dame aus der prekären D-Linie weg. Und da steht die Dame jetzt erstmal sicher. Andererseits natürlich nach wie vor, der Springer ist noch hinten drin. Schwarz ist am Zug, der Läufer auf D3 steht sehr schön, aber er kann eben nicht mehr auf das Steinbrücksche Feld E4 im Moment kommen, weil da fehlt ihm der Bauer. Aber also die Unterstützung vielleicht des Turmes hinten, Helmut. Das ist durchaus denkbar. Also ich weiß gar nicht, sind wir immer noch in der Theorie eigentlich, Matthias? Wir haben Sie gerade verlassen mit dem 19. Zug.
Die Vorgängerpartie von Grischuk selbst mit Weiß spielte 19 ins Dame G2 und ging Remis aus. Dame F3 ist hier also eine Neuerung. Und Fritz bewertet diese Stellung als ausgeglichen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil Schachprogramme ja auch das Material gerne genau abzählen. Und Weiß hat ja hier einen Bauern mehr. Das heißt, die Stellungsvorteile von Schwarz sind also praktisch fast einen Bauern wert. Das Programm sagt, Schwarz hat Kompensation. Aber ein Schachprogramm lässt sich aber auch manchmal irritieren, dass er zum Beispiel nur abrechnet, wie das bei Kasparov damals hier im Studio war, und hinterher trotzdem verloren. Das ist ja das Spannende am Computerschach, dass die Programme eben noch ihre Schwächen haben, die eben die besten Spieler immer noch versuchen können auszuloten. Ja. Jetzt würden Sie auf Austausch spielen, Herr Steinberg, jetzt sehe ich das schon. Also erstens war der Damenzug natürlich genau richtig, weil der Läufer auf D3 vergiftet war. Ja, ich glaube, dass die Partie dann schon Remis gewesen wäre zugunsten von Kasem Tschanow mit dem Einbruch des schwarzen Läufers auf G3. Aber mir geht auch durch den Kopf, ob denn der der weiße Zug Dame von E4 auf F3 der bessere ist, oder ich hätte eher auf G2 und damit auf Damenaustausch gespielt. Mhm. Aber jetzt gucken wir uns doch mal die Zeit an. 35 Minuten hat er noch neidisch 51 Minuten, Helmut. Bei dieser Position? Das ist natürlich, das ist ein Vorteil. Andererseits natürlich hat sich die Stellung auch schon vereinfacht. Manche Gefahren sind rausgenommen. Und es ist durchaus möglich, früher hieß es ja, also so als schwarzer Marschallgambit, da musst du auf den weißen König los und entweder du erlegst ihn bald oder die Sache wird abgeblasen und du bist einfach im Endspiel mit den Bauern weniger. Und heute sieht man eben, und es ist ganz interessant, dass auch der Computer das so beurteilt, dass also durchaus diese Kompensation, diese strategische Kompensation so viel wert ist. Also es muss, das kann durchaus sein, dass es also jetzt nicht ein wüstes Hauen und Stechen wird, sondern dass Schwarz mit ganz subtilen, feinen, strategischen Mitteln im Endspiel sogar, nicht zuletzt eben oder vor allem dank seines Läuferpaars und vor allem eben von dem Läuferpaar dank seines weißfeldrigen Läufers auf D3, dass der da also hier versucht. Mit welcher Farbe würdest du denn jetzt spielen? Schwere Entscheidung. Man könnte fast eine Münze werfen, aber ich möchte auch ein bisschen wieder für Weiß hier sprechen. Gut, er muss sich jetzt vorstellen, wie das weitergehen soll. Für Weiß, was da spricht, ist das Feld D4. Das heißt, wenn ich einmal Läufer E3, D4 komme, dann ist mein Läufer König. Das ist ja wunderbar. Also dazu brauche ich praktisch tatsächlich, natürlich, Schwarz ist jetzt am Zuge. Das heißt, ich muss abdecken diese Diagonale, was hier erwähnt wurde, das Feld E4, dass der Läufer nicht auf Diagonale kommt. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Turm F8, E8, dann springe D2. Das wäre meine Antwort. Das würde ich auch spielen. Und zwar mit dem nach wie vor sehr schwachen Turm auf E1, der nicht durch den anderen Turm gedeckt ist, weil der Springer immer noch im Stall ist. Und dann ist auch der Zug Läufer E3 auf D4 verhindert. Jawohl. Ja. Also in meinen Augen zwingend. Ja. Ich würde jetzt einen Kasten wetten von F8 auf E8. Und da müsste der Weiß dann Springer endlich aus der Stahl bringen auf D2. Ja, aber dann droht immer noch Läufer D3 auf das berühmte Feld E4. Weil der Läufer dann gedeckt ist. Das nach Turm E8 sicher. Moment, das muss man, für die Zuschauer müssen wir es mal nachspielen. Also jetzt ist die Drohung wirklich nach Turm E8, droht unmittelbar Läufer E4 mit Angriff auf die Dame. Und wenn die wegzieht, also das haben wir vorhin, dann ist eben wirklich dieses matt. Das ist also das Motiv überhaupt in der Stellung. Das geht nicht. Das glaube ich auch nicht. Das geht nicht. Aber trotzdem ist der Turmzug F8, E8, glaube ich, ein starker. Also es ist sicherlich eine Möglichkeit. Ja, aber dann kommt auch der Springer, der kommt dann endlich mal ins Geschäft, genau da kommt der Springer dann hin. Kommt der Springer nach D2 und jetzt deckt der Springer nämlich wieder das Feld. Also dann ist es gut möglich, dass es so kommt, aber sind die Türme entwickelt auch. Aber Weiß kann sich auch gerade noch verteidigen. Ja. Und darum geht's. Also wenn Weiß es gelingt, mit heiler Haut jetzt so diese Phase zu überstehen, dann kann er sagen, okay, ich habe einen Bauern mehr. Und den werde ich schon im Endspiel irgendwie zum Siege führen. Mhm. Das ist also ein ganz lang strategisches Spiel, was du meinst? Ja, es ist sehr interessant. Es ist sehr lebhaft. Und natürlich, Schwarze, ideal wäre, diesen Läufer von D3
auf die lange Diagonale zu bringen, ist egal, via E4 oder irgendwie Läufer D3, A8 wäre der beste Zug, aber dann können wir nicht. Ja. Auch über C4, D5 oder sowas. Es ist jetzt für Schwarz sicher nicht einfach, diese Kompensation zu suchen für den Bauern. Wie ist denn die Bewertung durch den Computer? Steht das 0 zu 0 noch oder 0, ja, es ist völlig gleich. Es gibt also keinen Vorteil für Weiß. Minimaler Vorteil. Das sollte man nicht zu eng sehen. Also da gibt es ja auch Schwankungsbreiten. Die Stellung ist praktisch ausgeglichen und vorgeschlagen werden im Augenblick Züge mit dem weißfeldigen Läufer. Zum Beispiel nach F5 oder nach C4. Mhm. Turm FE8 ist übrigens auch ein taktisch völlig spielbarer Zug, das habe ich eben untersucht. Herr Steinberg, wüssten Sie ja jetzt, mit welcher Farbe Sie spielen würden, könnten? Schwarz. Lastibil auch? Mit Schwarz? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass da wäre wahrscheinlich zwei fast 50-prozentige Lager, ja, also... Du lieber mit Weiß? Nein, da hängt auch das nicht mit Charakter. Die Leute, die gerne ein bisschen Material haben oder so, oder die sie sich gerne verteidigen, die spielen mit Weiß und die angreifen sicher mit Schwarz. Und Helmut, aber du spielst mit beiden, sagen wir mal besser. Darf ich auch sagen, hier sitzt auch wieder, ich habe sie gesehen zu spät, unsere Marianne Krämer ist auch dabei wieder, also... Die wird irgendwie 83, die ist auch unter den Zuschauern, die würde sicher Weiß nehmen. Weil Marianne lässt sich vom Grunde her für Bauer die Knie bohren. Ja. Also, gut, ich habe keine Meinung, ich weiß nicht, wie das... Ja, als Junge würde ich das lieber mit Weiß spielen. Und Helmut, siehst du das? Mit Schwarz. Ja, wahrscheinlich auch, aber es freut mich, dass also der Ministerpräsident opferfreudig ist. Also jetzt aber weiß ich nicht, ja auch nicht, ob Bauern opferfreudig, das ist zumindest im Schach. Ja? Und dass er die schwarze Fahne hochhält. Das hat nichts mit der politischen Couleur zu tun. Nein, darüber reden wir nicht, aber ich glaube, dass im Augenblick Schwarz die interessanteren Optionen hat. Also ein Zug, der mir auch durch den Kopf geht, vielleicht etwas verrückt, ist der Bauer B5, B4. Mhm. Zeigen wir doch mal. B5, B4, im Zweifelsfall kann er ausgetauscht werden, dann hätte der Läufer, der schwarze Läufer auf den schwarzen Feldern nochmal ein anderes Entwicklungspotenzial, bedroht den Turm auf E1, der nach wie vor schwach ist. Der weiße Läufer... Oh, da sind aber schon viele Züge voraus. Ja, der Läufer D3 könnte sich auf B5 zurückziehen, kommt dann vielleicht bei C endlich auf diese weiße Diagonale, die Dame und die Rochade sehr stark bedroht. Also da ist ein Entwicklungspotenzial drin, das mich mehr fasziniert als die weiße Position insgesamt. Mhm. Ist das ein realistisch so als Großmeister? Ja, vielleicht werden wir dann zu B5, B4 sein. Mhm. Der andere Plan mit Schwarz wäre dann verbunden irgendwie mit dem anderen Zug F7, F5 und dann versuchen auf F4, ja... Das ist jetzt wirklich, ich glaube, der Kasim Cano wird nachdenken. Er kann das jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln oder so. Aber wieder ist die Stellung ganz kritisch. Jetzt für. Kann das denn wirklich sein, dass die Uhren stimmen mit 51 Minuten und 28? Das würde ich doch hoffen beim WDR. Ich hoffe das auch. Aber kann das wirklich so sein? Wie wäre es, wenn wir mal beim Bayerischen Rundfunk jetzt wären? Dann wäre die Besorgnis nicht so groß. Ja, wenn die Uhren nicht stimmen würden, Herr Spahn, dann würde ich ja doch für eine Gebührenerhöhung überproportionaler Art eintreten. Das würde ich auch sehen. Und das sehe ich dann auch so. Ja, weil mir das wirklich ziemlich unwahrscheinlich erscheint, Helmut, oder? Ist das 9 Minuten dagegen mit Weiß? Mein Gott, er hat schnell gespielt, er kennt sich aus und Kasim Canov überlegt immer wieder, soll ich abweichen, soll ich das oder jenes spielen? Also warum weil er nicht, zum Beispiel, wie Herr Willenweber gesagt hat, die Partie von Tripolis nachspielt im Grunde genommen. Ja, ja. Jetzt ist wieder... Aber, jetzt sind wieder Züge aber manche ja, spielt also wirklich und jetzt ist wirklich macht ganz was anderes. F7, F5 gekommen. Aha. Und... Was das eben ist, droht zum einen natürlich wirklich, also hier, ich nenne es mal jetzt schon das Steinbrücksche Motiv. Die Dame wird angegriffen und das wäre sofortiger Gewinn. Aber jetzt ist erstmal Weiß natürlich am Zug. Und es droht aber auch F5, F4. Und nicht nur der Läufer ist angegriffen, sondern auch... Es droht dann hier auf G3 zu nehmen, die F-Linie öffnet sich. Also da sind wirklich schlimme Drohungen für Schwarz. Mhm. Also es ist ein sehr gefährlicher Zug, der letzte Zug F7, F5 von Schwarz. Sieht das der Computer auch so?
Es gibt jetzt einen klar besten Zug für Weiß. Man kann sagen, es gibt einen einzigen Zug und alle anderen Züge sind schlecht. Und dieser Zug D2. Ist Springer D2. Springer D2 ist jetzt genau und, das. Und danach möchte Fritz mit F5, F4 scharf fortsetzen. Aha. Und dann wird es sehr konkret und taktisch. Alles einzige Züge, also Sachen, die Spieler auch eigentlich auch gut berechnen können. Dame D5 Schach ist der einzige Zug in der Stellung. Ja. Und dann zum Beispiel, wenn man den Turm dazwischen zieht, das ist immer etwas cool. Könnte Weiß jetzt den angegriffenen Läufer wegziehen. Das ist nur eine Beispielvariante, die zeigen soll, dass es jetzt sehr, sehr, sehr konkret wird. Man muss sozusagen das Kasimchanow hoch anrechnen, dass er hier die Stellung also total verschärft, anstatt in sichere Remisbahnen zu gehen. Mhm. Allerdings auch mit gewissem Risiko, denn Weiß steht nach Sicht von Fritz jetzt besser nach F7, F5. Ja, der Cowboy-Marschall freut sich, weil es geht in seinem Sinne weiter. Ja. Ich mag so ein Schach nicht, aber ob ich es mag, ist vollkommen egal. Marschall mag es. Es ist wirklich, was die heute spielen, schon fast Computerschach. Ja. Also sehr verbunden mit konkreten Drohungen. Man muss, gezwungene Züge sind da. Aber was die spielen ja auch pausenlos mit Computern. Die trainieren ja stundenlang und tagelang nur mit dem Computer. Und deswegen gibt es auch leider so viele Remisen mittlerweile, weil sie sich so genau kennen und auch schnell lieber eine Partie, was sie Remis annehmen, als was sie sich lieber einen kleinen Fehler machen. Dann sind sie aus der Partie raus. Hm. Ja, man wird nachdenklich. Das hast du in Dortmund ja auch gesehen. Wie viele Remisen gab es bei den Langpartien in der ersten Runde? Ich glaube, von 24 gab es 20 Remisen oder sowas. Ne? Und insofern war das Format in Dortmund, das war sehr gut. Ja. Zum einen klassische Schach, Partien mit hohem Format, deswegen auch bei etwa gleichsteigenden Gegnern viele Remisen. Aber dann andererseits der Tiebreak, Schnellschach und da, das war gerade für die Zuschauer, war das ausgesprochen spannend in Dortmund. Und ich glaube, dass das Format sich durchsetzen wird. Oder es gibt ja die Überlegung, dass man sagt, okay, die machen die Langpartien, machen Remis und machen dann den Sieger über die Schnellpartien oder Blitzpartien. Ja. Die Remisen werden gewertet für die Elo-Zahlen und diese anderen Dinge werden also nur für das Management gegeben. Ja. Das finde ich zum Beispiel wunderbar, weil nämlich das für den Zuschauer spannend ist. Ja. Also das haben wir da auch erlebt in Dortmund, dass plötzlich irgendwas in der Luft lag, als man merkte, also jetzt kann der und der Favorit trotzdem verlieren. Ja, so zum Beispiel wie also gerade im Schnellschach dann der kleine 14-jährige Kajakin den Weltmeister Kramnik geschlagen hat. Wunderbar. Ja. Also da jetzt ist ja, bald spielen ja jetzt also auch in Brissago, im Tessin, spielt ja Gramny gegen Leko. Die spielen dann wieder die klassische Weltmeisterschaft. Also wirklich, ich glaube, das ist aber auch das Ihre, wenn ich Sie recht verstanden habe. Sie sind mehr fürs langsame klassische Schach. Ich kann mit diesem Schnellschach nicht so furchtbar viel anfangen, sondern das klassische Schach, das eben zeitlich weitestgehend unbegrenzt ist. Aber Herr Steinberg, wenn wir das sehen, dass Sie beide, was weiß ich, Pausen mit Computern spielen und Sie haben ja dieselben starken Computer, dann ist das bis zum letzten ausgereizt, dann werden es so viele Remisen in Brissago sehen, wie Sie vorher nicht gesehen haben. Ich bin nicht ganz sicher, Helmut, dass wir das in Brissago so erleben werden. Gut, lassen wir uns überraschen. Aber andererseits, Peter Leko muss gewinnen, gerade der Weiße. Also wir wissen es nicht. Wir werden. Was wissen wir denn jetzt von dieser Partie jetzt hier, Helmut? Da wissen wir genauso wenig wie von Brissago. Denn ist es wirklich jetzt ausgesprochen, wie reagiert jetzt Weiß? Also am ehesten ist sicherlich Springer D2, um eben das Feld E4 nochmal zu überdecken, den Springer überhaupt zu entwickeln, die beiden Türme miteinander zu verbinden und aber vor allem dieses Feld E4 eben auch unter Kontrolle zu nehmen. Andererseits eben, wie geht es dann weiter nach F5, F4? Und vorhin, wir haben es ja schon gesehen, die Variante, die Fritz angegeben hat, also das ist sehr gefährlich, aber gerade ein Computer fühlt sich da vielleicht wohl, aber nicht unbedingt ein Mensch. Ja, der Weiß rechnet jetzt sicher. Springer B1, D2, F5, F4. Hm. Hier im Studio begrüße ich Herr Bodo Schmidt, Sie sind, Manager ist verkehrt, aber so der Ziehvater in Anführungsstrichen von Kasimchanow. Er wird in diesem oder nächsten Jahr bei Ihnen im Verein spielen. Und Sie haben ihn lange beobachtet und sind froh, dass Sie ihn an Land ziehen konnten, in Anführungsstrichen. Ja, Ziehvater ist der falsche Begriff. Ja.
Wir haben in Godesberg einen völlig anderen Weg gehen müssen, weil wir in Bonn-Bad Godesberg nicht in der Lage waren, entsprechende Mäzene zu finden. Wir konnten deshalb unsere 3, 4 ausländischen Großmeister nicht halten, sind dann abgestiegen in die zweite Bundesliga und haben um die alte Amateurmannschaft herum und um unsere jungen Spieler, die vor 3, 4 Jahren U20 Mannschaftsmeister in Deutschland geworden sind, eine Amateurmannschaft geformt. Und da sind viele aus der Region hingekommen. Wir haben 6, 7 hervorragende junge Spieler mit großen Möglichkeiten und haben den Aufstieg in die erste Bundesliga um einen Brettpunkt verpasst. Aber wie sind Sie gerade auf den Kasimczanow gekommen? Ja, und jetzt durch diese leichte Enttäuschung haben wir uns überlegt, macht es vielleicht einen Sinn, so eine Art schachlichen Mentor für diese Amateurmannschaft zu finden? Und haben wir gesagt, einen guten Mann, das wäre es vielleicht. Ja. Gut, und dann macht man sich Gedanken. Einmal spielt das Alter eine gewisse Rolle, die Kampffreudigkeit, das Einschätzen davon und auch, wo kommt er her? Ja. Und der Zufall wollte das, dass in allernächster Nähe der Rustam wohnte. Und der ist schon länger in Deutschland. Der ist schon länger in Deutschland, schon viele Jahre, spielt für Solingen. Ja. Und dort hat er sich nicht mehr ganz so wohl gefühlt, aus welchen Gründen auch immer. Haben Sie ihn also abgeworben in dem Sinne? Nicht abgeworben, nein. Ich bin ja nicht hingegangen mit einem Angebot, sondern ich habe gefragt, wer ist bereit. In den Kreisen kennt man sich, Schachspieler gibt es nicht so viele und in der Klasse schon mal gar nicht. Und dann kennt man sich und dann ist es dazu gekommen. Und er hat ein gewisses Vertrauen auch zu dem Konzept gefasst. Ist jedenfalls mein Eindruck. Ja, und dass das jetzt dazu gekommen ist, natürlich eine tolle Sache. Und jetzt ist der Weltmeister geworden. Das hat Sie doch fast auch umgehauen, als Sie das gehört haben. So ist das. Damit haben wir in der Form natürlich auch nicht gerechnet. Aber diese jetzt noch halten? Oder ist das nicht auch so eine Geschichte, dass man sagt, okay, jetzt haben wir den Weltmeister, aber im nächsten Jahr ist er wieder weg? Na, das werden wir ja sehen. Wir werden es sehen. Aber nach der Einschätzung von mir und von uns, glaube ich, das ist ein relativ bescheidener junger Mann. Und wenn es gefällt, dann geht er nicht deshalb nur, weil er Weltmeister ist und viel anders vielleicht ein bisschen mehr bekommt. Also nein, da hab ich recht. Sie kennen ihn ja ganz gut. Wenn Sie ihn charakterisieren sollen, dann ist bescheiden, aber auf der anderen Seite ist sein Spiel ist ja auch nicht mehr aggressiv. Auch natürlich einen klaren Willen. Ja. Ja, er weiß schon, was er will. Das ist ja kein Gegensatz. Aber dennoch eher ein wenig zurückhaltend und angenehm. Angenehm. Sehr angenehm. Herr Schmidt, dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft den Wiederaufstieg in die Bundesliga und wünsche Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. Sie würfelt immer mehr Pasch als ich. Obwohl sie sagt, statistisch stimmt das gar nicht. Ja, also jetzt als letzter Zug ist eben von Weiß dann doch nach längerem Nachdenken, und es ist natürlich auch schwierig, das alles zu berechnen, kam Springer D2, was das Feld E4 deckt. Andererseits eben kann man fast darauf wetten, dass jetzt eben auch Schwarz mit F5, F4 den Bauern vorstößt. Und dann werden wir mal sehen, ob das alles nach Fritz verläuft oder doch nach Menschendenken. Also auf jeden Fall ist es sehr spannend. Und da tut sich jetzt was. Also der Schwarze wird auf jeden Fall jetzt auf den Weißen losstürmen. Ich glaube schon, dass der Fritz muss sich sehr wohl fühlen. Er ist jetzt pudelwohl in seinen Wässern, nicht? Weil die Stellung ist sehr konkret und da kann er seine Taktik total. Sieht ihr denn einen Vorteil, Matthias Willenweber? Ja, einen Vorteil für Weiß. Und zwar Vorteil von fast den ganzen Bauern. Für das Weiß. Ist, weil Fritz sieht natürlich, dass man sich mit Weiß verteidigen kann. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Schachraum und dem Menschen. Aber für einen Normalverbraucher, einen Hobby-Schachspieler, ist unverständlich, dass er einen großen Vorteil für Weiß jetzt sieht. Ne? Es ist, weil er sieht, dass es keine konkreten kurzfristigen Drohungen gibt gegen den König. Also obwohl das fürchterlich aussieht und obwohl man als Mensch mit Weiß sich jetzt unwohl fühlt, ich fühle mich zum Beispiel unwohl als Weißer jetzt in der Stellung, hat das Programm keine Angst, weil es die konkreten Sachen ausrechnet. Helmut, du fühlst dich auch unwohl jetzt hier bei dieser Weiße? Ging es mir ähnlich. Aha. Andererseits, wir haben es ja gesehen bei dem Wettkampf Gramnik gegen Fritz. Ja. Da hat Gramnik, also nach Menschendenken, fast eine sichere, er hat lange reingeschaut und er wollte die Partie seines Lebens spielen. Eine fantastische Kombination. Und alles hätte gegen einen Menschen wohl gestimmt. Und der Computer hat eiskalt, ist mit seinem König da ins freie Feld gewandert, hat die Angriffsversuche abgeschlagen, die Figur mitgenommen, die ihm offeriert wurde. Und hat gewonnen. Also da ist wirklich ein Unterschied zwischen Computer- und Menschenschach. Jetzt ist der Zug gekommen. Ja,
Jetzt ist also F5, F4 gekommen und der Bauer greift also sowohl den Läufer E3 an, als auch den Bauern G3. Und vor allem, es droht also zum Beispiel auch einfach F mal G3. Die Dame ist angegriffen dann und gleichzeitig droht auch hier auf H2 oder auf F2 Schach. Also es droht alles. Es droht, man weiß gar nicht, es droht direkt Dame H2 matt. Also und man weiß gar nicht, sagt der Computer, soll. Weiß hat einen Bauern besser. Naja, unvorstellbar. Weil im Augenblick ja Weiß einmal auslassen. Ja. Also Weiß wird wohl spielen F3, D5 Schach. Ja. Aber Sie halten es nach wie vor mit den schwarzen Steinen, Herr Minister. Ich halte es nach wie vor noch mit den schwarzen Steinen. Ich würde nicht wie Fritz dann Turm F8, F7 spielen, sondern König G8, H8, damit der Turm nicht gebunden ist. Oder vielmehr der Turm nicht gebunden ist. Da war der Vorschlag von Fritz nicht überzeugend. Jedenfalls nach meinem Spielverständnis. Das hat sehr viel für sich. Also ich würde auch für den Zug in die Ecke vom König plädieren. Aber? Nix aber eigentlich, sondern der schaut für mich auch natürlicher aus. Wenn wir die Stellung nehmen, hat Schwarz nach wie vor ein erhebliches Potenzial. Es hat den Abzug mit dem Läufer auf D5. Wir gucken mal aufs Brett. Also ja, wir müssen die Dame, die nach den, richtig. Ja. Also bei der Stellung hat Schwarz in meinen Augen nach wie vor sehr viele Varianten. Also zum Beispiel den Abzug des Läufers auf D6 mit der Bedrohung der Dame, dem weiter sehr stark positionierten schwarzen Bauern auf F4. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die Türme auf der 1-Linie sind endlich richtig positioniert bei Weiß und der schwarze Läufer steht dann natürlich bezogen auf den Bauern F2 ebenfalls sehr stark und der Springer ist zu entwickeln, in der Tat. Haben Sie das alles bei, haben Sie so ähnliche Stellungen, ich weiß nicht, ob Sie sich entsinnen können, gegen Ihre Großmutter, die hat Ihnen doch das Schachspielen beigebracht. Mhm. Ja, aber es waren unendlich viele Partien, es ist richtig, ich war, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt und ich habe Herrn Hort schon erzählt, sie hat dann 6 bis 7 Jahre gegen mich gespielt, ehe ich das erste Mal gewonnen habe. Das heißt, sie hat mir nie eine Partie geschenkt, aber als ich dann mit 13 das erste Mal gegen sie eine Partie gewann, war das so, als ob ich versetzt worden bin. Ja. Ist denn Ihre Großmutter dann schwächer geworden? Das kann ja auch sein, wenn man ein bisschen älter wird, das leben wir die Großmeister auch. Sie spielte sehr gut Schach. Sie heiratete meinen Großvater 1914, sie war Dänin. Und es gibt die herrliche Anekdote, dass die Fernschach spielten. Mein Großvater war in Frankreich in dieser europäischen Urkatastrophe und die spielten dann eben Fernschach mit den Koordinaten und eines Tages erschien bei ihr jemand, den man heute als Geheimdienst bezeichnen würde, in der Annahme, mein Großvater hätte Artilleriekoordinaten durchgebracht. Und eine kurze Einladung an das Schachbrett, das eben Springer von mir aus G8, F6 etwas anderes ist als eine Artilleriekoordinate, überzeugte dann diese relativ harmlosen Herren, die da in irgendwelchen Mänteln zu ihr gekommen waren. Ja, aber so gefährlich kann dieses unschuldige Schachspiel dann doch scheinen. Wie ist es denn weitergegangen? Sie haben also dann, was weiß ich, in der Schule weitergespielt oder wie ist das denn weitergegangen? Ja, ich war auf einer Schule, die das sehr gefördert hat, so wie es mich freut, dass es das in Schulen auch gibt. Ja. Ich kann mich erinnern an einen Besuch eines Gymnasiums in Solingen, das der sehr aktiv betreibt. Übrigens mit sehr jungen Mädchen auch. Ich habe dort gegen eine Riege von 3 Mädchen im Alter von 10 bis 12 gespielt. Ich habe verloren gegen die. Die sammeln die ersten Elo-Punkte offenbar in Turnieren auch, ganz fantastisch. Aber es ist dann doch eher zufällig gewesen gegenüber Freunden und Mitstreitern. Und in den letzten Jahren, auch von Mangel an Gelegenheiten, dann ist es der Computer, Sie haben völlig recht. Aber ist das nicht eine gute Sache, dass man in der Schule vielleicht das noch ein bisschen mehr fördern könnte, also wie jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen auch gemacht wird, dass man ab und zu vielleicht Großmeister in Schulen holen würde, die man dort für ein paar Stunden engagieren würde, um vielleicht Schach, der Funke muss ja überspringen, wenn der übergesprungen ist, dann spielt man Schach das Leben lang. Das ist richtig. Es müssen nicht gleich Großmeister sein. Es können ja auch exzellente Spieler sein, die in der Kategorie darunter sind. Ich würde sehr begrüßen, greife das auch gerne auf. Ich finde es auch eine Alternative zu den ewigen Computerspielen, die es gibt. Ja. Und nach wie vor ist es ja etwas, wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenspielt, etwas, was sehr viel persönlicher ist, als nur gegen Apparate zu spielen oder gegen einen Bildschirm.
Mich interessiert, ob das japanische Brettspiel Go, Wladimir Hort und ich sprachen schon darüber, ein ähnlich interessantes Strategiespiel ist. Ich beherrsche es leider nicht, aber ich würde gerne mal von Fachleuten hören, ob das ähnliche faszinierende Varianten hat wie Schach. Der Sohn von, der Sohn von Weizsäcker, der spielt sowas ja ungeheuer gerne. Bei Go weiß ich es nicht. Ja. Der spielt sehr gerne gern und sehr gut Fernschach und wird Fernschach-Großmeister jetzt. Also der ist Ordinarius in München für irgendwas mit Wirtschaft, Finanzwissenschaften. Aber der spielt sie gerne. Aber es gab einen deutschen Spieler, Jürgen Dübal, der war in der deutschen Mannschaft, in der Schachmannschaft, aber er kam zuerst zum Go, weil sein Vater und sein Großvater waren Europameister im Go, aber er war das schwarze Schaf in der Familie und war nur Zweiter. Und dann hat er sich dem Schach zugewandt. Dann war das schwarze Schaf. Und hat hervorragend gespielt. Und er meinte zum Beispiel, gerade um den Vergleich Schach und Go, dass beim Schach eben gibt es so viele verschiedene Figuren. Und das hat es letztendlich interessanter für ihn gemacht, als immer nur diese Einsteinigkeit vom Go. Ja, die Figuren haben wunderbare, schöne Gesichter. Also die Offiziere, Alfil, sagt man, alles so was Schönes. Elefanten, ja, das kommt alles einem sehr gut vor die Augen. Ja, ich glaube, wir werden es gleich sehen. Also ich glaube, zielsicher bewegt er sich jetzt hin zu einem wunderschönen Spiel. Ja, jetzt können wir ein wunderschönes Spiel hier sehen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Thompson. Sie sind der Vorsitzende, der Präsident des internationalen Schachsammler. Eine Schachleidenschaft haben Sie auch. Aber Sie haben wunderschöne Bretter und Sie machen große Ausstellungen überall in der Welt. Und wir haben gerade über die verschiedenen Figuren gesprochen. Wir haben hier auf diesem Brett wunderschöne Figuren. Und wenn Sie uns die ganz kurz mal erklären könnten. Ja, das sind Elfenbeinfiguren, weiß, Naturfarbe und rot gefärbt. Das sind Figuren aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Also Regencezeit, ne? Regencezeit, so heißen die auch, Regencefiguren. Mit solchen Figuren hat zum Beispiel der große Philidor im Café de la Régence in Paris gespielt, wo auch Napoleon übrigens gespielt hat. Man kann sich vorstellen, die haben mit solchen Figuren dann gespielt. Aber die Deutschen haben mit diesen Figuren auch noch lange gespielt, so in den 20er, 30er Jahre in Deutschland. Bis zum Ende des Weltkrieges waren diese Figuren in Deutschland, in Frankreich, aber auch in Spanien die üblichen Turnierfiguren. Aber Wladimir Hort hat vorhin gesagt, es gibt wunderbare Figuren. Wir haben zum Beispiel hier eine Figur, wenn Sie die mal hier hinstellen und unsere Kamera die einfach mal zeigen. Das ist eine Figur, ein Elefant. Eine Königin und ein König, Herr Thompson? Das ist eine Figur aus Indien, eine Dame oder ein König. Die wurden immer so dargestellt als Elefanten, vielleicht 16. Jahrhundert aus Elfenbein. Noch etwas grob geschnitzt, aber damit auch einen archaischen Charakter. Nicht? Das ist für einen Sammler besonders interessant, so eine Figur. Das ist ja, was Sie machen, nicht nur Sammeln, das, was Sie haben, ist eine Kulturgeschichte des Schachs. Sie haben verschiedene Figuren. In diesem Fall haben wir zum Beispiel eine zweite Figur, wenn ich sie mal hinstellen darf. Das und so wurden die Figuren anfänglich dargestellt. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm, ja, ein Turm der abstrakten Art, wie die arabischen Figuren waren. Wir haben hier in Nürnberg im Germanischen Nationalmuseum ist ein beinahe kompletter Satz dieser Art zu sehen. Da ist auch so ein Turm. Der ist aus dem 9. Jahrhundert, haben Sie gesagt? 10. Jahrhundert etwa. So ganz genau kann man die natürlich nicht datieren. Wo findet man sowas heute? Auf Auktionen gibt es sowas noch oder sind die alle in Museen jetzt? Wo gibt es sowas als Pendant oder in welchem Museum? Oh ja, also ich sagte eben schon, in Nürnberg gibt es solche Figuren, in Italien gibt es einen Satz dieser Art und dann gibt es Einzelfiguren. Nicht komplette Sätze hat keiner Zeit. Nein. Aber so wurden diese, wie diese Türme wurden auch abstrakt, der König, die Dame, wer auch immer, wurden dort gezeichnet. Aber dann gab es irgendwann mal einen Punkt, wo dieser König, der abstrakte König, dann anders dargestellt wurde. Und so etwas haben wir jetzt hier. Ja, das ist völlig richtig. Das Schach kam ja, das hat man ganz genau festgestellt, im Jahr 822 aus dem arabischen Raum, also aus Bagdad. Das war ein Mann namens Tyriab, das hat ein spanischer Schachhistoriker sehr genau nachgewiesen, kam nach Spanien, in das damals maurisch besetzte Spanien, nach Cordoba. Und von dort haben sich die Schachspiele und das Schachspiel dann nach Europa verbreitet und zwar immer mit solchen Figuren dieses Typus, die dann auch zum Teil aus... Das heißt, diese Figuren, die also aus dem 9. Jahrhundert sind... Die zum Teil auch aus Bergkristall gefertigt wurden, da sind auch einige erhalten. Aber auch Elfenbein, meistens Elfenbein. Meistens Elfenbein, aber Elfenbein hat sich nicht so gut erhalten oder auch die Holzfiguren, die es sicherlich auch gab, gegenüber den Bergkristallfiguren, da gibt es auch einige in Spanien.
Und damit kam die auch nach Europa über die Pyrenäen, bis dann im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert die figürlichen Darstellungen wieder modern wurden sozusagen. Das und ist dann ungefähr 1400 sowas, ist sowas gebaut worden. Der König sieht aus wie ein König, hat die Insignie des Schwertes, des Richters, wie auch immer. Und er ist plötzlich König und nicht mehr eine Figur, abstrakt. Es gibt ja dieses berühmte Buch, das in Spanien im Kloster vom Escorial beheimatet ist, das König Alfons X., genannt der Weise, König von Kastilien und León, geschrieben hat. Ja. Und der beschreibt zum ersten Mal im Jahr 1283, wie ein König dargestellt werden soll. Und zwar sagt er, der König soll dargestellt werden, sitzend auf seinem Thron, mit der Krone auf dem Haupt, dem Schwert in der Hand, so als ob er richtet oder recht spricht. Und das ist so ein König aus dieser Zeit, der ist etwas im 14. Jahrhundert. Und der ist sehr wertvoll. Sowas bekommt man auf Auktionen vielleicht. Da muss man aber schon ein Sammlerglück haben, auch sicherlich. Absolut. Dann ist die Figuren haben sich verändert und wir spielen jetzt mit staunten Figuren. Das ist ja auch eine Geschichte, die ganz interessant ist darum herum. Ja, Howard Staunton war ein englischer inoffizieller Weltmeister in England. Und der hat seinen Namen einem Entwurf eines Herrn Nathaniel Cook gegeben. Und der hat die Figuren, die wir aus hier, diese Figuren, zum ersten Mal entworfen, hat auch ein Designpatent darauf bekommen. Das würde man heute Gebrauchsmusterschutz nennen, sozusagen. So um 1850 war das sowas. 1850, ja. Und das Kuriose ist, der Springer, dieser Pferdekopf, der wurde nach einem Fries des Parthenon nachempfunden, welcher im British Museum in London aufgehoben wird. Sie sind aber nicht nur Sammler, sondern auch Schachspieler. Jetzt haben Sie diese Partie interessiert verfolgt. Was sagen Sie zu diesem Spiel bis jetzt? Was würden Sie spielen, mit Weiß oder mit Schwarz? Also ich habe mir hier schlauerweise die weißen Figuren aufgestellt. Aber ich habe auch gleich schon festgestellt, dass meine Einschätzung hinter nicht nur den Weltmeistern, sondern auch den Großmeistern weit zurückbleibt. Ich hatte vor, hier den Doppelangriff auf B6 vorzunehmen, aber das hat sich dann wohl doch nicht so als richtig erwiesen, denn die Weltmeister haben anders gespielt. Manchmal spielen die Großmeister anders, man versteht sie gar nicht. Aber wir hoffen, dass wir jetzt weitere Informationen und auch Erklärungen und Analysen bekommen von den beiden Großmeistern. Und vielleicht hilft uns auch Herr Steinbrück bei dieser Analyse. Dankeschön. So ist die Stellung jetzt. Das ist eine solche Sache. Die benutzen heute solche Messer und solche Größe und so. Ja, also jetzt ist nach langem Nachdenken hat Arkadi Neidic sich auf den Angriff, mit dem Angriff auf seinen Läufer, dann eben nicht, wie von Fritz vorgeschlagen, mit dem Schach nach D5 geantwortet, sondern direkt mit dem Läuferzug nach D4, wo der Läufer natürlich wirklich also sehr, sehr gut in der Mitte steht. Andererseits jetzt eben auch Schwarz hier mit Bauer schlägt Bauer. Unmittelbar große Gefahren für den weißen König heraufbeschwören kann. Zum einen ist die Dame angegriffen. Und zum anderen droht eben hier auf H2 jetzt sofort der Einschlag mit Schach und Matt. Und wie kann es weitergehen? Dame D5 Schach. Der König, wollen wir ihn mal mit Ministerpräsident Steinbrück ins Eck gehen lassen. Und es ist eine wilde Stellung. Ja, mir gern schon die Haare bergen. Sie haben ja noch welche. Ja, aber man kann hier viele verlieren. Ja, das ist sehr scharf, die gehen aus sich los. Das ist keine kleine Munition. Also die gehen wirklich mit Machetas jetzt direkt. Und der Weiß kann da auch vielleicht anschalten, auch manchmal so Gegendrohung, Gegenopfer, Läuferschläge. G7 Schach kann auch dann in die Rechnung kommen. Aber gut, es ist noch alles forciert. Es kommt mir vor, als man gegen Computer spielt. Nur ich weiß nicht, an welcher Seite sitzt Fritz jetzt. Ist der weiß oder schwarz? Ja.
Helmut, nochmal zurückzukommen auf Herrn Thomsen. Herr Thomsen hat ja eine der schönsten und größten Schachsammlungen, die es überhaupt auf der Welt gibt. Und so hast du sie ja auch gesehen. Das ist erstaunlich, wenn man diese Vielfalt von Figuren sieht. Das ist eine Wunderwelt von Schach. Nur spielen kann man mit solchen Figuren nicht. Man kann aber natürlich, das ist doch ein Vergnügen, zum Beispiel mit dem Spiel zu spielen. Wenn du hier zum Beispiel mit dem Spiel, also so aus der Zeit des Café de la Régence spielst, da hat Napoleon vielleicht mitgespielt, da hat Voltaire, Rousseau, die waren alle im Café de la Régence. Nur wenn du jetzt wirklich eine Partie spielen würdest, hättest du keine Chance, wenn du nicht die Staunenfiguren, wenn du zum Beispiel die Weltmeister oder in Dortmund spielen würdest. Mit diesen Figuren geht es wohl nicht. Ja, natürlich, die Staunenfiguren, nicht umsonst sind die Turnierfiguren, die sind übersichtlicher, aber früher hat man damit gespielt und die haben auch hervorragende Partien dann teilweise. Napoleon hat vor allem immer gewonnen, weil er immer gewinnen wollte und auch mit dem Preis gespielt. Ne? Ja, Napoleon, der war selbst wahrscheinlich eher ein lausiger Spieler, aber etliche haben sich sehr wohl gefürchtet, aus gutem Grunde wohl gegen ihn zu gewinnen. Genau. Er hat ja auch seinen eigenen Tisch dort im Café de la Régence gehabt. Ja. Und zum Beispiel, aber einer seiner Generale, Deschapelles, das war ein hervorragender Spieler. Also der hat... Nur gegen den Schachcomputer hat er verloren. Nur gegen den Schachcomputer hat er verloren. Ne? Gegen den Schachcomputer? Ja. Gegen den Schachcomputer damals, den menschlichen. Gegen den Türken. Gegen den Türken damals. Ne? Ja. Herr Ministerpräsident, ist das bei Ihnen auch so, dass zum Beispiel irgendwelche Leute, weil sie Angst vor Ihnen haben, Sie gewinnen lassen? Nein, das will ich nicht hoffen. Das will ich nicht hoffen. Es gibt ein herrliches chinesisches Sprichwort, das hat zwar mit Schach nichts zu tun, aber trifft die Situation, das lautet, und kommst du zu deinem Herrn oder deiner Herrin und sagst die Wahrheit, dann brauchst du ein schnelles Pferd. Ja. Dahin dürfen Sie es nicht kommen lassen. Natürlich. Ich habe in Berlin besucht vor einem Dreivierteljahr eine Ausstellung, die war sehr schön. Ich hoffe, sie hieß der Berliner Schachclub. Einige müssen sich verbessern, die das Das auch hat der Thomson gemacht. Wollte das ich gerade sagen. Da sind herrliche Schachfiguren gewesen. Insbesondere auch der Shadow Club, genau. Ja. Also in der Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit auch ganz faszinierenden Figuren, die damals natürlich mit den deutschen Befreiungskriegen zu tun gehabt haben und die schwer zu unterscheiden sind, aber wie ich fand, fantastisch. Alles wunderbar. Schätze von Herrn Thomson. Ich selber liebe solche unterschiedlichen Schachfiguren. Ich habe drei Spiele, wo ich nie richtig rausgekriegt habe, ob diese Figuren aus Elfenbein sind, ja oder nein. Bei einem habe ich es rauskriegen können, bei einem ist es sehr schwer zu bestimmen. Ich bin dazu extra zum Bode-Museum gegangen in Berlin. Ja. Und die können es dann durch die Maserung, glaube ich, einigermaßen identifizieren. Ob es dann eher Fischknochen sind oder ob es tatsächlich Elfenbeinfiguren sind, älterer Bauart. Spielen Sie auch damit oder sind das nur Dekorationsstücke? Nein, ich habe zwei davon aufgestellt. Eines in meinem Arbeitszimmer zu Hause und eines in einem Raum, wo ich viele Bücher habe. Mhm. Etwas zum Leidwesen meiner Frau, weil ich immer sehr empfindlich bin, wenn da jemand gegenstößt. Aber sie sind so ästhetisch für mich, dass ich sie eigentlich immer gerne sehen möchte. Ah, ja. Ja, und ästhetisch und gleichzeitig ziemlich brutal ist jetzt die Stellung, die gerade entstanden ist. Also Schwarz hat jetzt wirklich auf G3 den Bauern weggenommen. Das war zu erwarten natürlich. Der Turm greift die Dame an und, und es droht auch eben matt auf H2. Und die Dame muss eigentlich hier nach D5 gehen, dem König Schach geben. Und das ist der jetzige Stand der Dinge. Und Schwarz überlegt also, geht er mit dem König jetzt ins Eck oder soll er doch mit Fritz, ich weiß nicht, oder immer noch mit Fritz, den Turm dazwischen setzen und sich dann fesseln lassen. Ich stand mir Grüne lieber auf H8 verschwinden. Ja, er macht was ganz anderes. Oh, er ist schon in der Endphase, wie ich das hier sehe bei Herrn Steinbrück. Aber da gewinnt man, wenn man selbst gegen sich spielt, gewinnt man meistens selber immer. Ne? Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, nicht jetzt für Schwarz. Er muss eigentlich ins Ecke. In die Fesselung gehe ich sehr ungern. Ja, das ist sicher. Aber wenn man gegen sich selber spielt, gewinnt man meistens. Ja, ich war ja eh für Schwarz. Es ist alles sehr forciert. Wie ist denn jetzt zum Beispiel die Bewertung durch den Schachcomputer? Also es gibt König H8 ist klar bester Zug und Schwarz steht dann auch deutlich besser. Also Fritz ist sehr unzufrieden mit dem Zug Läufer D4, weil er glaubt, dass jetzt Schwarz forciert die Qualität gewinnen kann. Aha. Und die Variante würde so Lass gehen. Siehst du das auch, wo er die Qualität gewinnt, forciert? Es ist eine mögliche Variante. Das ist also nach König H8, das ist, glaube ich, erzwungen in der Stellung. Und dann Weiß muss wahrscheinlich zurücknehmen. Ja. Weiß hat hier zurückgenommen, er hat mit dem Bauern jetzt auf H2, auf G3 wiedergeschlagen, den Bauern. Jetzt gibt es eben sehr starken Läuferabzug für Schwarz hier.
Schwarz kann jetzt einfach an der Stelle Läufer D6 nach F4 spielen. Ja, wenn wir da mal auf das Brett kommen, das ist also, was hier Fritz vorschlägt, Läufer F4, diesen Zug, diesen Abzug, wonach... Zum Beispiel könnte dann Dame F3 geschehen. Ja, ja zum Beispiel greift der Turm jetzt die Dame an und gleichzeitig greift eben der Läufer auch den Springer an. Also ein Doppelangriff gegen die weißen Figuren. Und nach dem Schlagen des nicht gedeckten Springers auf D2... Und was will Fritz jetzt machen? Läufer schlägt D2. Entschuldigung, Dame F3. Dame F3. Ja. Mhm. Das ist dieser Qualitätsgewinn, ja. Ja, genau. Und jetzt Läufer D2 und jetzt Dame schlägt Läufer D3? Ja, und dann nach Abtausch auf E1 gibt es halt einen Qualitätsgewinn. Ja. Weiß hat einen sehr starken Läufer auf D4. Mhm. Und dann? Und so, jetzt glaubt das Programm eben, dass Weiß hier maximal Remis spielen kann. Und sah vorher bei der anderen Fortsetzung sah es ihnen im Vorteil. Mhm. Ja, das ist gut möglich. Dimensionen, dass das Dimensionen, Herr Steinböck, für einen Hobbyspieler weit weg, ne? Ja, das Spiel kippt etwas, das ist richtig. Ja. Aus meinem Wahrnehmung jetzt. Ja. Ich gebe zu, dass ich revidiere, dass Schwarz jetzt die stärkeren Optionen hat. Aber auch Schachspieler können ja Fehler machen, auch kleine Fehler. Ja, ich auch für so. Meinen Teil habe bisher keinen entdecken können. Ich finde, dass nach wie vor der weiße Läufer auf D4 mit der Bedrohung auf G7 sehr stark steht. Ja. Und dann gleichzeitig natürlich es möglich ist, den schwarzen Läufer auf D3 zu schlagen. Bleibt dann immer noch übrig die Antwort des Läufers D5 schlägt Bauer G3 mit Bedrohung von Schach und gleichzeitig die Dame im Visier des Turmes auf der Position D8. Also da ist noch eine Menge drin. Ja, ist sehr Menge drin. Ja. Also, aber trotzdem, der Fritz, das ist heute die ganze Sendung ist für Fritz, ich glaube. Er muss sich so wohl fühlen. Das ist das abgesprochen. Das ist wirklich Taktik und immer noch Taktik. Nach diesem Läuferschläge G3 sagen wir jetzt. Weiß kann dann Läuferschläge G7 Schach geben, Königschläge G7. Warte, gucken Sie mal langsam, lass die ist alles ein bisschen, ich lasse mich vom Fritz auch ein bisschen verführen. Ja. Also er nimmt das jetzt mit König. Dann kommt Dame G5 Schach, König H8 und F schlägt G3. Und wahrscheinlich Weiß ist zwar sehr löchrig, aber was passiert dann? Ja, Dame F5 Schach. Turm sowas, E1, E7. Turm E1, E7 nein, droht. Ja, wenn Weiß am Zuge wäre, dann wäre das, ja. Aber. Es geht abwechselnd. Wahrscheinlich ist Läufer F4 richtige Vorsetzung. Ja. Läufer F4 muss man dem Fritz... Er spielt Läufer F4. Tatsächlich. Ja, also jetzt kam Läufer F4 nach bester fritzscher Manier. Und eben, zwar schon der Läufer greift jetzt den Springer an, aber vor allem eben auch der Turm, die weiße Dame. Und natürlich, die kann sich hier nicht opfern, das wäre also viel zu gefährlich. Dann ging es dem weißen König also ganz schnell an den Kragen. Sprich, die weiße Dame muss zurückgehen. Ja, ob zurück, man könnte noch hier kokettieren mit Dame D5 B7. Wenn ich auch etwas machen möchte, aber danach... Nach Turm D8, D7 würde ich erst Dame F3 machen, aber der Schwarz, dann wäre dann fürchterliche Fesselung, Kontrafesselung, Doppeltangriff. Aber er spielt wahrscheinlich nicht Turm D7, sondern nimmt er Turm D8, schlägt D4, Helmut. Da können sich dann unsere Analytiker wirklich austoben. Ja, ich muss das nehmen mit C-Bauer jetzt, ja. Und dann käme Läuferschläg D2. Weiß nicht, ist das jetzt zu viel schon gewagt? Und? Das ist alles verwirrend. Gehen wir mit auf die Ausgangsstelle zurück. Ja. Helmut, ja, es ist sehr verwirrend. Sehr verwirrend ist das. Wirklich, heute... Und sowas geht in den Köpfen von Groß- und Weltmeistern.
Das ist unwahrscheinlich. Ja, einige sind darüber auch verrückt geworden. Ja, aber nicht viele. Nicht allzu viele. Es heißt immer, man würde verrückt. Also das ist wirklich beim Schach. Es hat sich da ziemlich in Grenzen gehalten, Blastemil und Helmut. Ne? Meint ihr, erstaunlich wenige werden durch Schach verrückt, ja? Vielleicht in der Politik mehr als im Schach. Aber vielleicht sollten Politiker mehr Schach spielen, ne? Oder vielleicht überhaupt grundsätzlich. Wäre das nicht die Sache, die also in der Gesellschaft was Vernünftiges wäre? Man lernt Gewinne, man lernt auch Verlieren. Ja, einige Bürgerinnen und Bürger würden sagen, sie sollen stattdessen Schach spielen. Beispielsweise, ja. Vielleicht bestimmte, meint man dann immer. Macht aber sehr viel Spaß, das zu verfolgen. So. Ja. Ja, und Helmut, was würdest du jetzt vorschlagen? Was würdest du an dieser Stelle, musst du F3 spielen? Ja, also ich glaube, was? Dame F3, das bietet sich wirklich an. Ich wollte aber nur noch sagen, also so etliche von Ihren Kollegen spielen ja auch Schach. Also zum Beispiel der Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Sehr gut sogar, ja. Sehr gut. Otto Schily spielt Otto Schily auch. Spielt sehr gerne und gut. Der Verteidigungsminister auch. Helmut Schmidt spielt nach wie vor und früher sehr aktiv und sehr gerne Schach. Ja. Ja, der Verteidigungsminister Struck spielt auch ganz Schach. Gerne. Gegen den habe ich selbst schon simultan gespielt. Hast du ihn gewinnen lassen? Na, man weiß das nicht. Damals habe ich so wie Kortschnoi mal gemacht, als er auf Kuba gegen Che Guevara gespielt hat und hat ihm vorher nahegelegt, mach doch Remis aus diplomatischen Gründen, das ist sicherlich besser, aber er kennt mich Freund und Feind und hat den Che Guevara zweimal geschlagen und den Fehler habe ich gegen Struck, glaube ich, auch Courage, gemacht. Das ist gut so. Ja, natürlich. Aber gewinnen lassen macht auch keinen Spaß, das ist furchtbar. Auch im Spiel mit Kindern, die mögen das gar nicht, weil sie dann den Wert nicht einordnen können, wenn sie wirklich gewinnen. Ja. Und dann wollen sie schon den Wert haben. Also ja, sie haben mit Vergnügen gegen sofort. Die Großmutter verloren. Aber so, dass ich triumphiert habe, 3 Tage lang. Aus den Niederlagen, da gewinnt man doch viel mehr Erfahrungen. Ja. Hat sich das dann weitergegeben in der Familie, dass Sie also Familienmitglieder haben? Ja, mit denen als mein Sohn und auch im Urlaub, wir waren zusammen im Urlaub, spielen Schach. Er hat mich einmal reell geschlagen auch, als wir Urlaub mal auf Mallorca machten, das ist richtig. Ich lasse jetzt weg, wie häufig ich ihn geschlagen habe, aber er hat mich geschlagen einmal. Und wie alt ist er? Jetzt 21. Aber eines Tages passiert das so, wie das fast vielen Vätern passiert ist, wie dem Vater von Hort oder von Helmut Pfleger, dass sie eines Tages nicht mehr gewinnen können gegen diese Jungs. Und dann ist das, wie bei Weizsäcker genauso, dann ist das eine ziemlich schlimme Geschichte. Nein, also zum Beispiel gerade also Richard von Weizsäcker ist stolz auf seinen Sohn, dass er so gut spielt, dass der Bundesligaspieler sogar jetzt war. Jetzt aber erst. Aber in dem Moment, wo er zum ersten Mal verlor, zum zweiten, zum dritten oder vierten Mal, da waren wir nicht dabei. Verstehen. Ja. Ja, er hat dann gesagt, eines Tages sagte er, ich spiele gegen ihn nicht mehr, es hat keinen Sinn. Auch mit Handicap nicht mehr, das macht dann auch keinen Spaß. Ne? Kommt darauf an, ob Sie einen guten Rotwein hinstellen. Ja, kann er die Dame irgendwo anders noch gehen? Hey, vielleicht? F3. Nein, glauben Sie nicht daran, nicht Dame? Fritz sieht auch nur F3. Man muss vielleicht noch Dame E6 prüfen, aber das sieht E6, ein bisschen schlechter aus, prüfen. Aber es tauscht die Damen gleich. Und dann auf G7 sofort, ja, dann nach Läufer schlägt D2. Nein, da ist die Dame. Dame ist also, Dame E6, dann muss ich wahrscheinlich... Das Programm will prosaisch dann tauschen. Muss ich tauschen? Nach Dame schlägt E6 und nach dem Rückschlagen mit dem Turm auf D2 nehmen. Und dann Turm D1. Ja. So, wenn dann geht der Läufer weg. Dann bekommt man Läufer dann mit Turm C4 zum Beispiel. Und greift dann den Turm an und rettet sich. Also das schaut aber dann sehr gut aus für Schwarz. Ja, das ist deswegen glaube ich, dass Dame F3 der beste Zug ist hier. F3 ist wohl erzogen, ne? Blasti, wie bist du mit deinen Wetten denn? Hast du die zurückgenommen oder sitzt du immer noch ein oder zwei Bierchen? Ich weiß nicht jetzt, nein, ich jetzt bin jetzt mehr. Sehr gespannt, wie wahrscheinlich alle. Weil irgendwie muss die Stellung schon irgendwo hingeben. Also es ist so, es war sehr unklar, ob man besser weiß war oder schwarz oder es war, aber... Eine spannende Partie bis jetzt. Sehr. Wenn man die jetzt vergleicht mit den Partien, du hast das ja fast 20 Jahre hier mitgemacht, es gab wenige Partien, die wirklich so spannend. Im letzten Jahr war es zum Beispiel eine sehr spannende Partie. Ja, aber diese hiesige, die ist wirklich für Computer. Das erinnert unglaublich. So eine Partie hatten wir fast noch nie gehabt. So alles forciert. Ja.
alles muss und viel Gewalt, viel Gewalt. Ja, aber das macht doch Spaß im Grunde genommen, als langweilige Partie, ein Mutter. Ja, natürlich. Und das ist wirklich zum einen, man muss natürlich also irgendwo die Intuition haben. Das ist wichtig, aber vor allem eben das ganz genaue Kalkül. Er geht auf B7, was der Hort gesagt hat. Genau, Herr Hort hat das schon vor einiger Zeit gemacht. Aber das wird sicher ein sehr schlechter Zug. Normalerweise meine Vorschläge sind. Ich halte den Zug auch nicht für gut. Oh, ja, nee. Ich auch nicht. Was weiß ich jetzt? Ja, sofort, D7 ist doch also wunderschön. Eine Antwort könnte sein: Turm D8, D7. Jawohl. Oder Turm D8. Womit automatisch der schwache Bauer auf G7 auch gedeckt werden würde. Aber dann will ich nach Turm D7 war meine Absicht tatsächlich Dame F3. Und ich bin dann das F3. Ist merkwürdig, wie Dame auch stark sein kann. Ja, die macht schon. Nach D7 wäre Dame F3. Ja, aber dann ist es ein Tempoverlust. Dann hätte er gleich F3 setzen können. Nein. Turm auf F8 hängt, Herr Ministerpräsident. Also Turm D7 jetzt, Dame F3. Dann der schwarze Läufer von F4 ist ein bisschen... Weiß nicht. Die schwache Position auf G7, die ich nach wie vor sehe, durch den Angriff des Läufers auf D4 ist damit abgedeckt. Und es kann dann können die beiden Türme auf Linie gesetzt werden, auf der F-Linie, was sehr stark wäre. Ja, sicher. Aber ich bin fast überzeugt, dass Schwarz wird jetzt Turmschläge D4 machen. Turm D7, Dame F3, ich weiß nicht, was der Fritz dazu sagt. Was? Das dein Vorschlag, auf D4 einfach den Läufer wegzunehmen. Jetzt. Turm schlägt D4 nach Dame B7. Nach 24. Dame B7 wie in der Partie geschehen, Turm schlägt D4. Und dann will Schwarz abkassieren auf D2. Ja, genau, das ist die Idee. Das ist wirklich... Und dann mit zwei Figuren ist für den Turm, dem Läuferpaar eben, das ist riesig für Schwarz. Ja, ich bin noch nicht verrückt geworden nach 60 Jahren, aber nach heutigen Tag muss ich wirklich darüber nachdenken. Man wird doch verrückt, Herr Steinberg, mit Schach. Ja, es ist sehr kompliziert, Dame Bézier, Turm schlägt F4, Dur. Ja, es ist also schon, er hat es gemacht. Und es ist natürlich auch, Schwarz hat nur noch 11 Minuten Zeit jetzt, also für den ganzen Rest der Partie. Und jetzt geht es also auch etwas schneller, der nimmt gleich den Turm wieder und der Läufer nimmt den Springer. Und jetzt haben wir eine ganz andere Verteilung. Schwarz hat das Läuferpaar, zwei Läufer gegen einen Turm von Weiß und noch einen Bauern. Also Turm und Bauer gegen zwei Läufer. Und ganz sicher wäre jetzt Weiß heilfroh, wenn beide Damen vom Brett wären und vielleicht auch noch die Türme. Denn dann erstarkt der Turm und dann hat er also sehr gute Chancen auch, Turm gegen das Läuferpaar. Aber ansonsten ist das Läuferpaar eben doch wohl etwa nominell einfach etwas stärker. Zumal eben gerade mit dem weißfeldrigen Läufer und der Dame nach wie vor Mattdrohungen gegen den weißen König geschaffen werden können. Mir gefällt auch besser Schwarz, muss ich sagen. Aber ja... Die Läufer sind ein bisschen deplatziert. Ja. Mhm. Schwarz hat noch ziemlich schwache 8. Reihe. Aber wer, wenn weiße Läufer vom D3 auf die Diagonale kommt, das ist immer. Es kann auch. Oh, das ist aber fein. Das ist fein. Sehr fein, sehr fein. Das ist auch gemein. Das ist gemein. Jeder sieht es, weil wenn die Dame genommen werden würde, dann würde auf E8 das Schachmatt geboten werden. Das wollen wir jetzt mal schauen. Also, wenn der schwarze Turm jetzt die Dame nimmt. Von solchen Stellungen, Steinberg, träumt man dann, oder? Ja, das stimmt. Aber die ist nun selbst für Amateure sehr durchsichtig. Richtig. Ja, und dann wäre es wirklich eben so, dass Schwarz, er hat kein Luftloch. Ja, insofern erstickt der König da hinten auf H8 an dem Matt. Also das ist die Gefahr und das ist das taktische Motiv dahinter, hinter diesem sehr schönen Zug Dame F3. Und gleichzeitig, die Dame greift ja nicht nur den Turm an, sondern eben auch den Läufer auf D3. Ja, Läufer muss auf F5. Also ich glaube schon, könnte man Dame F5 machen oder Läufer F5. Diese zwei Möglichkeiten habt ihr jetzt Schwarz zu berechnen. Hat 10 Minuten, die Zeit wird in dieser Partie meines Erachtens eine große Rolle spielen.
Also er kann noch Läufer retten, entweder mit Läufer D3-F5 oder mit Dame H3-F5. Wobei, da ist natürlich noch die Fesselung auf F-Linie. Mhm. Weißer Turm hängt jetzt, also Läufer F5 wäre meines Erachtens besser. Ja, die Frage ist eben, ob er die Dame auf dem Brett behalten will und so praktisch weiterhin auf Angriff. Gleichzeitig dadurch, wenn er die Damen tauscht, dann sind natürlich manche Gefahren auch aus der Stellung weg. Und wie bewertet denn zum Beispiel jetzt der Computer diese Stellung? Also Empfehlung ist Dame F5, Damentausch anstreben mit ganz gutem Vorteil für Schwarz. Aber es gibt dann auch den witzigen Zug Dame F1 als zweite Möglichkeit. Wie ist der Vorteil jetzt zum Beispiel für Schwarz? Wie sieht Schwarz steht schon klar besser. Ja. Mhm. Ja, aber übrigens, das ist ein sehr schöner Zug, den gerade also hier Fritz vorgeschlagen hat. Ja. Dame F1, dieses Schach. Und die Dame ist ja gedeckt durch den Läufer. Und wenn jetzt der Turm eben die Dame nimmt, dann ist er aber auch von dieser vermaledeiten E-Linie weg. Und dann kann also auch Schwarz mit seinem Turm geruhigt hier auf F3 wegnehmen. Also das ist eine sehr, sehr schöne Variante. Ja. Das ist alles berechnet von Schwarz jetzt schon. Helmut? Ja, Schwarz läuft die Zeit weg. Ja. Mhm. Er hat jetzt Qual der Wahl so zu sagen. Das ist manchmal miserabel, wenn man. Wie geht es eigentlich weiter laut Fritz, wenn auf das Schach hier, Dame Schach auf F1, wenn wir das mal sehen, wenn der König jetzt nach H2 geht? Ach so, aha. Ja, dann Dame schlägt F2 Schach. Genau. Mhm. Dame schlägt F2, er zwingt, Dame schlägt F2 und dann ist es auch. Ja. Ist aber auch noch nicht sicher. Ja, dann würde ich eher den Turm auf E1 nehmen, mit dem Läufer. Ja. Ja, jetzt kam Dame F5, also es war eine Möglichkeit. Ja, Schwarz entscheidet sich doch so für das sichere Vorgehen. Und damit nimmt er also viele Gefahren für sich aus der Stellung. Andererseits ist eben die Frage jetzt, die Damen sind dann weg und gerade im Endspiel wird so ein Turm immer besser. Dann schwindet der Vorteil vom Läuferpaar eher etwas dahin. Andererseits, also der Vorteil, glaube ich, den Schwarz hat diesen weißfeldrigen Läufer und der ist eminent stark. Gerade dadurch, dass die ganzen weißen Bauern alle auf schwarzen Feldern hier sind. Dadurch hat er Löcher, dadurch kann der so richtig wirken. Und das Läuferpaar in sich ist natürlich eine Kraft. Also beim Austausch, würde ich dir lieber mit Weiß spielen. Also es kann... Beim Austausch würdest du mit Weiß spielen? Ja, er muss doch. Ja. Warum wieder Weiß nachdenken? Das ist für mich immer die Frage. Ja. Das ist... So rum war es zwingend. Der Turm hätte es nicht sein dürfen, weil wir dann wieder den König im Gefängnis gehabt hätten. Jawohl. Und der Bauer auf D3, der hat mit Marschall noch zurück. Der Marschall starb noch nicht in der Tasche. Meinst du, das könnte so passieren? Nein, der 4 ist jetzt da, aber D4? Gut, sonst hätte Weiß schon kaum Kompensation. Also jetzt such Weiß Kompensation. Ja. Also das heißt, dass Weiß kämpft normalerweise um Remis. Aber es ist noch sehr viel drin. Mhm. Jetzt muss Turm E1 ziehen, das ist auch klar, wohin. Schwer zu sagen. Nach E5 vielleicht. Ja. Ja, ist jetzt für Weiß wichtig, die Türme abzutauschen? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Prinzipiell sollte Weiß versuchen, noch ein Turmpaar abzutauschen. Dann steigen seine Rettungschancen. Und dann nicht was ganz anderes. Er hat noch 21 Minuten Zeit und Schwarz nur noch 8 Minuten. Also das heißt, wenn Schwarz irgendwie ungenau spielt und die eine und hier mal wieder eine Ungenauigkeit und schon kann der Vorteil ganz schnell weg sein. Aber Weiß braucht die 20 Minuten zur Rettung, glaube ich. Damit sehen Sie das auch so? Ja, aber
Ja, jenseits hier der Koketterie. Ja. Auf Schwarz hatte ich vorher gesetzt. Das Bier von Herrn Hort kriege ich. Ja, gerne, gerne. Also, sehr gerne. Aber das ist noch nicht zu Ende. Ja gut, aber Helmut, wenn du mit Turm F spielst, dann Schwarz lässt natürlich den Läufer D2 noch rein, damit zweiter Turm nicht sofort kommt. Ich kann mir dann vorstellen, dass zum Beispiel nach Turm F5 vielleicht so ein Zug wie G6 käme. Obwohl ich natürlich damit meine siebte Reihe fürchterlich mache. Ach, das würde Marianne Krämer nicht tun. Die schämen sich jetzt für mich. Also entschuldige, ich nehme das zurück. Also nach Turm F5. Aber vielleicht kenne ich G8 oder ein anderer. Läufer auf D2 steht sehr exponiert, aber noch sehr gut, weil er kontrolliert Feld C1 und E1 dann. Also jetzt können die Spieler natürlich einen leichten Fehler machen. Ja, und sie können auch einen schweren Fehler machen. Aber zum Beispiel kann der Läufer auch über B4 dann auch nach D6 zurückkommen. Das ist also durchaus eine Möglichkeit. Und von dort auch den Vormarsch von den Bauern D4 aufhalten. Mhm. Und die beiden Läufer zusammen, die kontrollieren dann sehr viele Felder. Mhm. Und das ist, und wenn dann Weiß nicht weiterkommt und dann wirklich der schwarze König eben sich auch nähert, dass langsam, Weiß muss irgendwas unternehmen hier. Was wäre denn jetzt der interessanteste Zug von Fritz? Also es gibt die, Turmzug muss kommen, ist klar. Der beste ist eigentlich Turm E5, aber fast gleich wert ist auch zum Beispiel Turm E2, ist auch eine Option hier. Turm E2? Turm E2 oder Turm E5. Mhm. Turm E2 gewinnt ein Tempo, Turm E5 D1 ist aktiv. Turm A, D1. Mhm. Ja, im Moment ist noch der Turm angegriffen auf D1. Ja, richtig. Ja, aber auf D2 ist schon ein vernünftiger Zug, die Verdopplung voranzutreiben. Ja, gut, damit aber der Läufer, der wird sich auf D2 ohnehin nicht ewig halten können. Ja. Und wenn wir das mal sehen, und dann kann der eben gleich jetzt über B4 letztendlich auf sein Wunschfeld D6 zurückkommen. Aber muss es sein? Mir gefällt er noch, also ich habe diesen Läufer gerne, das ist so ein bisschen fünfte Kolonne. Ja, aber was machen wir, wenn der angegriffen ist? König muss zuerst kommen oder so, ja. Ja, aber der Läufer ist angegriffen. Also wenn er angegriffen ist, dann muss er einfach weg jetzt. Er ist, Helmut, sicher kommt er via B4, aber noch nicht. Aber die sind anders gespielt worden, Helmut. Ja, die sind Helmut, weiter. Die sind weiter. Ja. Gut, das ist Turm E5, das ist etwas aktiver. Ja, sicher, das war ein guter Zug. Dann kommt der König auf G8. Ja. So, das ist jetzt die aktuelle Stellung. Ne? Ja. Weißt du, ich kann auch mit diesem Läufer via G5 auf F6. Ja? Ja. Aber gut, dann hängt mir wieder noch andere Läufer. Ja? Aber zuerst lasse ich ihn, ja, weil wenn du jetzt Turm D1 spielst, dann erspiele ich Läufer B4 und ich habe Helmut, diesen lass wichtigen... Lass ihn mal langsam, ein bisschen langsam. Nochmal zurück. Also es ist immer wie es war, Weiß kämpft um Gleichgewicht. Jetzt einmal deine Vorschläge, Helmut. Jetzt eben der Läufer den einfach hier stehen lassen, solange der das weiße Spiel hemmt und gerade dem weißen Turm auf A1 die Felder C1 und E1 verwehrt. Das ist wunderbar. Mehr will man eigentlich gar nicht. Und erst wenn der Turm wirklich den Läufer jetzt mit Gewalt rausschmeißt, dann kann der sich immer noch überlegen, Das eine will er nach G5 oder nach B4, was ich eher vermute, dann zurückgehen auf den Angriff. Und E3 zu spielen, also Vorsorge mal, damit er zum Beispiel nicht auf B4 kommen kann. Jetzt wird der Läufer schon angegriffen. Ja, es ist so, also es kommt Turm D1 und der Läufer muss sich jetzt entscheiden. Wir können vielleicht mal das eine, wenn der Läufer jetzt wirklich nach G5 zurückgeht, dann wäre normalerweise G4 sehr typisch, weil der Turm beide Läufer dann auf der Linie hat, so aufspießt, aber der Läufer kann dann einfach hier wegnehmen und greift den anderen Turm an. Den anderen Turm an, sodass er also das durchaus verkraften kann. Wohin soll er sich wenden, dieser Läufer? B4, um anschließend auf D6 zu kommen.
B4 gefällt eigentlich besser. Ja. Ja. So jetzt von reiner Intuition, ich weiß nicht, warum der Schwarz wieder... So lange überlegt. Ja. Und eben läuft die Zeit weg. Andererseits, er hat eben Kasimchanov, das war ja seine Stärke auch bei der Weltmeisterschaft, gerade in den Tiebreak-Partien im Schnellschach und im Blitzschach. Ja, hervorragend gespielt. Da hat er fantastisch gespielt. Also da hat er wirklich also die stärksten Spieler der Welt ja alle geschlagen. Ja. Ja gut, er muss rechnen, wenn er auf G5 geht, dann weißer Bauer kann dann vielleicht D4, D5 kommen und sogar bis nach D6. Naja, ich halte den Bauern auch für eine gefährliche Erklären Figur. Sie mir und den Zuschauern bitte, was passiert denn, wenn die Zeit von Kasimchanov abgelaufen ist? Dann hat er verloren. Hat er verloren? Aus Zeitüberschreitung. B4 hat er gespielt. Ja, das ist... Er muss sich jetzt tatsächlich umstellen. Aber das kann er, das ist seine Spielstärke. Auch die Tripolis ist ein schönes hat er Feld, davon sehr profitiert. Ja. Also das ist alles jetzt... Ja, übrigens, als Herr Ministerpräsident früher, also so im 19. Jahrhundert, da gab es noch keine Schachuhren. Und dann hat wirklich ein Spieler hat eventuell 2 Stunden über den Zug überlegt und der andere auch. Und der Schiedsrichter hat schließlich notiert, beide Spieler sind eingeschlafen. Also all das ist vorgekommen. Und deswegen wurde eben die Schachuhr, dieses so genaugehende beim WDR, wurde dann eben erfunden. Ja, und es ist... Ah, jetzt ist schon weitergegangen. Ja, Turm C1, Läufer D6. Jetzt greift der Läufer direkt den Turm an. Und jetzt ist eben die Frage, der angegriffene Turm, wohin? Ja, auch der F5 schon. Eben. Geht er zurück einfach, zum Beispiel nach E3, aber viel aktiver? Ja, sicherlich. Schaut Turm D5 aus, weil das auch den Läufer hier angreift. Ich sage mir, ich würde, und würden Sie auch mit Weiß spielen lieber? Und? Ich würde nicht lieber mit Weiß spielen. Mhm. Nach wie vor würde ich lieber mit Schwarz spielen. Ja. Aber jetzt ist immerhin, der Läufer ist angegriffen. Was macht man? Das macht man also jetzt, das ist eine prekäre Lage. Wenn es Schwarz gelingt, jetzt sich zu stabilisieren, dann ist er sicher besser. Aber wenn er für seinen Läufer, vor allem oder für seine Läufer, für beide, nicht so ein richtiges Plätzchen findet, dann ist es gar nicht einfach. Wohin mit dem Läufer? Soll der also ganz zurück nach B8, dann können auch die Türme einschwärmen. Also es ist gar nicht eigentlich einfach. Eigentlich ist das jetzt ein bisschen umgekehrt. Ich bin immer gewohnt, dass die Läufer sind Jäger, die jagen die Türme. Und hier in dieser Stellung eigentlich die Türme sind ein bisschen zu jägen. Dass die Rolle ist umgekehrt. Ja, entweder Läufer ist wahrscheinlich notwendig, dass er zieht. Läufer E7 oder Läufer dann B8, aber nach Turm D5, ja. Jetzt Neidic denkt nach, ist das, Hätte ich auch gespielt. Also es kam Turm D5 und Läufer B8 und jetzt wieder, wohin setze ich diese Läufer ein? Sicher. Also jetzt eines zum Beispiel, wenn jetzt Weiß vorzeitig oder voreilig mit seinem anderen Turm nach C6 kommt, um gleich den Bauern A6 hier anzugreifen und vermeintlich zu gewinnen, dann geht es leicht nach hinten los. Aber so ist es nicht gekommen, Helmut. Der Läufer spießt dann beide. Der Turm ist auf E1 gezogen worden. Um auf die 7er Linie zu kommen. Sehr stark, um auf die 7er Linie zu kommen. Der Neidic spielt jetzt sehr stark. Er macht Maximum. Mhm. Er aktiviert die Türme so, dass... Der weißfeldige Läufer kann nicht richtig zum Einsatz kommen. Er hat keine richtigen Felder. König F7 geht auch noch nicht, dass der König aushilft. Das wäre auch noch gut. Ja, also die Frage ist eben wirklich, können die Läufer jetzt zusammen ein Bollwerk errichten? Also es ist erstaunlich, weil normalerweise machen das 2 Springer zusammen. Und hier ist es ja das Läuferpaar. Die wollen eher so ganz offen und weit spielen, aber sie finden merkwürdigerweise sich auf dem ganzen Brett nicht so die richtigen Punkte, nicht die richtigen Haltestellen, wo sie sich festkrallen können. Die letzten Züge sind für Weiß gut gegangen, also habe ich so ein Gefühl. Und Schwarz hat schlechte Felder gefunden, nein, es war zwingend. Ja.
Gut, es schien uns zwingend, seien wir vorsichtig mit der Aussage. Aber wir sehen es, die Uhr, die läuft und läuft und er hat jetzt nur noch 4,5 Minuten und jetzt macht er also ein Luftloch hier, H7, H6. Das kann natürlich, zum einen kann das Verlegenheit sein, das kann aber auch, okay, jetzt mach mal was als Weißer. Ich kann zwar selbst als Schwarzer meine Stellung nicht unbedingt so verstärken, aber du eben auch nicht. Ja, aber, und ja. Interessant ist jetzt, was ist, wenn jetzt der Turm hier nach E7 kommt, auf die siebte Reihe? Mhm. Ja, der schwarze König will ins Spiel, also der will König H7 auf G6 eventuell, ja, also vielleicht war König G8, sollte man schon H6, es ist nicht einfach, es ist eine sehr komplizierte Partie, sehr, sehr schönes Niveau, es ist Partie mit sehr, meines Erachtens, gutem Niveau. Er bereitet jetzt König H7 G6, im schlimmsten Falle, ja, dann sind seine Figuren freier, dann sind es. Ja, und der König ist aktiv im Spiel dann, ne? Ja, weil wichtig ist, dass hier Weiß nur mit einem Turm auf siebte Reihe kommen kann. Das ist sehr wichtig. Nicht mit beiden, bitte. Ja, dann. Hat Schwarz ein Interesse an einem Austausch von Türmen? Grundsätzlich eher nein. Grundsätzlich eher nein. Und wenn er da dazu gezwungen ist, dann frohlockt er eher Weiß. Also es gab Turm E7. Turm E7 ist also auch der normale Zug. Weiß spielt aktiv und wenn es wirklich gelänge, aber es, hier die Läufer, die nehmen natürlich auch den beiden Türmen jetzt wirklich alle Einbruchsfelder. Also wenn es Weiß gelänge, auch noch den Turm hier nach D7 zu bringen und dann mit dieser Turmverdopplung zwei Türme auf der siebten Reihe, die sind also oft furchtbar. Aber es ist nicht abzusehen. Ja, da ist ein Loch auf F3 natürlich, unter Umständen, nicht sofort, ja. Weiß will auch vielleicht seinen Turm auch mobil machen via C8. Also dann käme aber immer noch Turm C5, also einen Zug, ja. Also Schwarz meinst du, wenn er seinen Turm nach C8 aber spielt? Aber Läufer F3 wäre vielleicht nicht so verkehrt. Andererseits, also Schwarz hängt natürlich mit seinem Turm F8, hängt er an der Deckung. Aber Läufer F5 also und eventuell ist es auch G4 gespielt worden, deswegen der Läufer. Der Läufer ist G4 gespielt. G4, ja, richtig. Also der Napoleon Bonaparte würde hier alles nach vorne spielen, F2, F4. Dadurch, das ist fast antipositionell, aber F2, F4 ist eine Möglichkeit. Ja, König muss F2, ins F4 auch, Herr Steinböck. Ja. Auf starker Zug. Ja, starker Zug. Kommen die weißen, Weiß nicht, dann, die weißen Bauern. Dann nachziehen den König. Ja, genau. Helmut, F2, F4 und den König auf F2. Das ist natürlich wirklich hier um seinen König, den eigenen König, damit der nicht plötzlich mal in irgendeinem Gegenangriff erstickt. Andererseits ist der Zug Läufer G4, der schaut so aus wie so ein Angriffszug, aber es ist eher, der Läufer will sich irgendwie auf ein Feld retten, wo ihm nichts passieren kann. Und da steht er jetzt einstweilen sicher, denn also zum Beispiel ganz verfehlt wäre der Angriff auf ihn mit Turm E4. Da sind auch die Hobbyschachspieler. Läufer F3 und der Läufer spießt wieder beide Türme auf. Ja, auf der anderen Seite ist der Läufer in der Diagonalen gebunden, um den Turmeinbruch auf D7 zu verhindern. Das heißt, so bewegungsfähig ist er dann nicht auf dieser Linie. Ja, also wir wollen uns mal anschauen, was wäre wirklich, wenn jetzt also Schwarz jetzt nochmal irgendwie nach einem beliebigen weißen Zug Läufer F3 macht, den Turm angreift, der ergreift dann wirklich nur allzu gern die Gelegenheit, kommt nach D7 und wir haben das, was Schwarz also wirklich immer fürchten muss, ein furchtbare Drohung gegen G7 und plötzlich hätte sich das Brett völlig gewendet. Es droht also Schach und Matt und Schwarz ist hier verloren. Deswegen sind die Läufer doch relativ inaktiv, Helmut, ne? Deswegen ja. Es ist also so ein prekäres Gleichgewicht im Moment. Ja. Matthias, die Verteilung jetzt zum Beispiel der Punkte, wie sieht das jetzt? Ist das noch ausgeglichen oder geht es jetzt weiter? Also das Programm sieht materielle Vorteile für Schwarz, glaubt aber, dass das keinesfalls entscheidend ist. Ja. Und es passt sehr gut, der Zugvorschlag passt sehr gut zu dem, was gerade gesagt wurde, zur Rolle des Läufers auf diese Diagonalen hier. Der Zugvorschlag für Weiß ist nämlich an der Stelle das überraschende F2, F3. Damit er auf
Der scheint erstmal einzustehen, der Bauer. Ja, damit er auf D7 kommt. Mhm. Genau, ja. auf das Schlagen mit dem Läufer kommt das, was er jetzt mehrfach gesagt hat. Genau, wurde. Und dann kommt er auf dieses Turm D7 mit Entscheidung. Witzig ist aber auch, dass man auch nicht mit dem Turm schlagen kann. Kann er mit dem Turm schlagen. Weil dann das vernichtende Schach auf der Grundreihe kommt. Dann verliert man aber Läufer, wenn man mit Turm schlägt. Dann ist Turm eher Schach. Genau, ja. Und deswegen, das ist sehr, sehr schön, die taktische Lösung von Fritz. Ja, der Mensch bleibt da hinten. Wir hätten zwei Figuren vorgesetzt. Ja. Er macht nur ein kleines Feld. Ja. Gemein. Ja. Wenn er das tut, na, er geht doch zwei vor. Ja. Aber das F3, das hat wirklich was für sich. Also sehr das wäre ein sehr schöner Zug gewesen. Gut, F2, F4 ist geschehen. Und jetzt haben beide... Und dann kam H7 König. Aha, der König ist nach H7. F3 war sehr stark. Ja, das ist mein schöner Zug. Und nur Fritz hat das, ich glaube... Da kommst du nicht mal als Großmeister nicht mehr drauf. Nein, nicht mit F3 nicht. Naja, mit Zeit, wenn man zum Beispiel in einer Partie, also in einer mit klassischer langer Bedenkzeit nach Steinbrück, Gramnik, Leko, dann kann man sehr wohl F3 finden, wenn man da genügend Zeit hat. Aber nicht mal mit 4 Minuten 20. Ja, diese Reihenfolge hat meinen Tag gemacht heute. Ja. Und jetzt also kommt König H7. Damit ist der König übrigens wirklich aus der achten Reihe weg, damit also solche Schachs nicht mehr vorkommen können, plötzlich sein Läufer da auf der Strecke bleibt. Und jetzt eben im Endspiel läuft er hinterher. Ist der König eine starke Figur, strebt dem Zentrum zu, König F2. F3 also, wäre ein schöner Zug gewesen. Ja, F3. Das war vielleicht eine Chance für Weiß, die Party wirklich zu drehen. Ja. Ich schätze immer noch, dass Weiß gewinnt. Die Antwort hätte nur bestehen können, dass Läufer G4 auf C8 zurückgezogen wird. Eine andere Chance hätte es nicht gegeben. Um dieses, wenn wir das um dieses Feld 7 zu decken. Um diese Diagonale zu halten. Ja. Also hier jetzt in der Stellung. Das wäre die einzige Antwort für den schwarzen Läufer gewesen. Warum spielen Sie eigentlich so stark? Sie haben also allerhand bei Ihrer Großmutter gelernt. Ja, aber es gibt ja, wenn es weitergeht, was wird er denn, wenn es zurückspielt auf C8, was passiert dann? Naja, vielleicht nicht unmittelbar was, aber die beiden Läufer, ja, die stehen natürlich da hinten also nicht so, wie man gerne steht. Ja. Gut. C8, richtig, ja. Und jetzt, der Weiß muss sozusagen kaltblütig hier total schauen, was die schwarze Turm ausüben kann. Und er muss natürlich immer dann irgendwie diesen Läufer B8 belästigen, ja, dabei. Ja. Das, wenn er auf C5 jetzt einfach abtauscht. Wenn Turm C5, dann spielt Schwarz Turm D8. Also es ist gegen sein Interesse, die Türme abzutauschen, dann droht Läufer D6. Mhm. Oh ja, das die Gabel ist dann tödlich. Ja, aber er muss erstmal. Und er hat ihn schon unterbunden. Ja. Ja. Das ist nämlich jetzt Objekt. Turm B7. Mhm. Ja, er setzt sich also hier auf den Läufer B8 drauf und sagt so ungefähr, Turm C8, du kommst mir hier nicht von der Stelle und wenn du also hier so ein Zwischenschach machst, ins Weiße Lager dann einfallen willst mit Schach. Dann König E3. Und was macht Schwarz dann jetzt mit seinem Läufer auf B8? Der hat dann wirklich, der weiß überhaupt nicht mehr, wo er hin soll. Also ich glaube, jetzt Weiß hat sich wirklich erholt und Schwarz, nur noch etwas mehr als 2 Minuten Zeit, also es wird wirklich langsam kritisch hier. Aha. Gut, jetzt ist Läufer E6 gekommen. Ja. Der Turm geht jetzt nach C5, der Turm geht nach D8, aber wie ist es jetzt eigentlich D4, D5? Ja. Dann wäre wahrscheinlich, D5 ist stark. Ich aber Läufer D5. Ja, Moment, oder D5. Läufer D6 dann. Sehr stark. Läufer D6 dann und so rettet sich gerade noch Schwarz, weil so. D5
Denn wenn Schwarz jetzt zum Beispiel mit dem Läufer hier nimmt, ja, dann ist die Sache entschieden. Dann kann man einfach hier mit dem Turm wieder nehmen. Richtig, dann muss der Turm schlagen, ja, und der Läufer wird auf der Grundlinie geschlagen, ja, da ist die Partie. Andererseits dann jetzt wieder dann Schach und man holt sich den Bauern B2. Also das ist auch schon was, ist sehr, sehr interessant jetzt. Mal schauen, ich stelle gerade mal wieder zurück. Und dann fällt der Bauer an. Dann ist der Einbruch auf die 2, auf die 2-Linie, ja, und ja, B2 fällt. Es droht tatsächlich Läufer E6, Delfin noch nicht, aber A2 hängt. Die Zeit ist hier sehr entscheidend. Und immerhin, also Arkadi Neidic hat dreimal so viel Zeit. Mhm. Ist nicht jetzt F4, F5 und dann F6, ist das zu, ja, wenn schon, dann schon, ich muss doch. F4, F5 gefällt nicht, Helmut, als nur so ein bescheidener Vortrag oder Schlag da. F4, F5, F6 einfach. Ja. Ja. Ist das sozusagen... Das ist... auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht, auch nein. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall jetzt wirklich sehr gefährlich. Aber jetzt kommen die zum Beispiel gleich schon in die Blitzphase fast. Und wenn jetzt hier der Läufer dann wegnimmt auf A2, ja, dann eben F6. Ja, F6. Gar nicht. Und jetzt ist der Turm. An so viel bedeutet das nicht, aber ich brauche. Also der Druck wird im Augenblick von Weiß ausgeübt, das ist richtig. Ich brauche für die Türme doch irgendwie. Kommen Sie doch nicht zu Ihrem Bier heute. Ja, ich sehe auch, wie das immer weniger wird in dem Glas. Ja. Ja, ja, aber es ist auch das nicht. Es scheint also hier ganz gefährlich für Schwarz zu sein. Aber lassen wir den Schwarzen hier den Turm jetzt den Bauern fesseln in der F-Linie. Und Weiß nimmt auf G7 mit Schach. Der König hat nur ein Feld, er muss wieder ins Eck. Sehr spannend, ja. Aber was passiert jetzt? Jetzt droht also einfach... Mit Schach wegzunehmen. Schach wegzunehmen und es wäre aus. Ich könnte Turm G6 mir vorstellen. Und ich könnte mir König H7 vorstellen. Und dann wieder König H7, und dann Turm G7 Schach wieder. Und Remis, ja? Ja, wahrscheinlich, ja, aber ja, es kann alles sein. Ja, aber das hilft ihm nicht, das hilft ihm nicht. Ja. Wir werden gerade mal also schauen, aber das sind also alles Varianten, die möglich sind. Was da jetzt noch drin ist an Varianten, das ist ungeheuer. Und Schwarz nimmt also auch hier, der hat es also auch vorhergesehen, damit gerechnet. Jetzt hat er den Bauern und jetzt natürlich auch noch F5, aber F6. Ich kann mir vorstellen, dass nach Turm F8 ich noch Zeit habe. Ich spiele dann einfach mit König weg jetzt. Ja. König muss weg. So. König geht auf G2 oder irgendwo. Weil aber das ist ja schon passiert. Ja, ja, ja. Turm, ja. F8. Ja, ja, und jetzt Königzug muss kommen. Nur ich weiß nicht so richtig, wo. Ich weiß nicht, wo. Vielleicht auf E3? Nein, auf E3. Warum nicht nach vorne? Weil dann auch vorne. Immer noch, dann kann immer auch noch nachher der Bauer auf... Ja, da ist Turmschläger G7 Schach. Ja, ja, also ja, ja. König kommt jetzt und wir sind wieder, Weiß spielt wieder auf Gewinn. Ja. Mhm. Ja, mit sehr, König E3, ja. Es ist sehr gefährlich. Warum ist König E3 nicht ein Tempoverlust? Ja, ich muss von der Fesselung weg jetzt. Ich will, er kann nicht auf F6, also ich muss jetzt meinen König spielen. Mhm. Damit ich dann tatsächlich zu Aktion komme. Nicht? Der Druck ist gegenüber G7 immer noch. Er kann dann vielleicht Läufer F7 machen. Nach König E3? Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Ja gut, dann weiß Les das natürlich. Also ich glaube, der Arkadi wird jetzt irgendwo mit König gehen. Er muss also wahrscheinlich sogar zwingend. Ja. Macht er auch. Ja. Er geht zum Beispiel auf G1. Ne? Ja. Ah, jetzt zurück nach G1. Mhm. Das Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, aber die Frage ist eben dann oft, ja, hätte er nicht da doch etwas wagemutiger nach vorne den König spielen sollen? Andererseits ist er im offenen Feld, auf G1 steht er natürlich sicherer, aber also mir hätte auch der Zug König G3 eher besser gefallen. Jetzt, E3, ja. König E3. Jetzt Läufer D6. Greift den Turm an und vor allem der Läufer ist jetzt nicht mehr auf B8 so einer, der ständig schutzbedürftig ist. Das ist jetzt fantastische Partie.
wirklich, also ich möchte da jetzt nicht sitzen. Nein. Jetzt auch Neidic kommt so mit der Zeit so allmählich ran. Kommt langsam zusammen. Ne? Ja, ist fantastisch. Was gibt es denn jetzt für eine Möglichkeit, Fritz? Also das, man muss wahrscheinlich jetzt schlagen auf G7 mit Schach. Turm schlägt G7 Schach. Das scheint der einzige Zug zu sein in der Stellung nach Läufer D6. Und natürlich muss Schwarz zurückgehen. Und dann ist die Stellung ist in den letzten Zügen gekippt zugunsten von Weiß. Also sie wird jetzt als ausgeglichen beurteilt von Fritz. Also tolles Spiel von Weiß hier. Aber immer noch keine Gewinnmöglichkeiten für Weiß. Mhm. Ja, gut, König H8 muss man. Also wir werden sehen, es ist also jetzt wirklich, es ist so gekommen. Jetzt bleiben wir dabei, es geht nämlich fast in die Stellung. Der Turm hat hier auf G7 genommen, König H8 und jetzt Turm C6 und der Turm greift den Läufer auf D6 an. Mhm. Dann damit, das ist der letzte Stand der Dinge. Der arme Läufer. Und der Läufer kann eben auf G3 nicht wegnehmen, weil der Turm von G7 das Feld G3 oder den Bauern G3 deckt. Und wenn Schwarz Turm schlägt, R6 spielt, dann kommt wahrscheinlich Turm G7, D7 mit, nein, er spielt richtig Turm D8. Ja. Ja, gut. Und er hat nur noch weniger als eine Minute Zeit. Also er muss jetzt alles, was jetzt noch kommt, in weniger als einer Minute spielen. Und da sollten wir uns mal in der Regie vielleicht darauf vorbereiten, dass wir dann vielleicht unsere Kabine. Ja gut, der Weiß konnte vielleicht jetzt, er hat dann Läufer F8 immer noch, ja, so als giftige, irgendwie, er kann auf A6 nehmen, aber dann irgendwie sicher genommen, Läufer D5. Jetzt stehen endlich die Läufer richtig, ja, jetzt stehen endlich die. Der König ist auf H8 schon mal, ja. Ah ja, es ist also jetzt wirklich so gekommen. Aber Turm A6, Läufer D5. Turm A7, sicher, ja. Und man forciert jetzt Turmabtausch. Ja. Es Turm droht jetzt unmittelbar, es droht Schach. Ja. Der nächste Turm kommt rüber mit Schach und Turm H8, Schach und Matt. Das ist also die Drohung. Und vor der Drohung ist also jetzt der Läufer nach F8 zurückgegangen. Und greift seinerseits wieder den Turm auf. Turm D7 ist sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, das setzt dem Schwarzen die Pistole auf die Brust. Ja, aber immerhin, ja. Pistole, ja. Es ist immer noch. Nur Schwarz kämpft jetzt um Remis. Vorher hat Weiß, also Weiß steht natürlich besser jetzt. Ja. Aber jetzt kommt es also zum Turmtausch. Lass mich, bekomme ich endlich das Bierchen heute Abend. Aber eine Minute, ja. Oh, die Sekunden, ja. Also das ist jetzt, der Läufer greift den Turm an. Ja, es nähert sich an. Also ich glaube, der Arkadi hat sich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt wie jetzt. Turm B7. Ja, wenn man sich vorstellt, weiß ein König irgendwo auf F4, ja, er gibt lieber Bauer. Aber nein, hat er nicht gegeben, weißer König ist schon da, König E3 kam. Läufer D5. Moment, wir schauen. Ja, Turm C7 steht. Oh, ja, so haben wir. Ja. Das ist also im Moment die Stellung hier. Ja, der Weiß kam trotzdem noch nicht. König A. Läufer E6. Na gut. Ja, aber er kämpft also jetzt wirklich nur noch ums Überleben. König F4. Was? Das sind wirklich die Sekunden. Ja. Beide 21 Sekunden und 28 Sekunden, bis auf die letzte Sekunde ausgereicht. Ist fantastisch. Eine fantastische Partie. Wunderbar. Jetzt geht es also wirklich ganz schnell. Wir sehen das aber noch, ja? Jetzt ist das. Ja, Weiß wird gewinnen. Ja. Ja, und Sie haben aufgegeben. Ja. Das war fantastisch. Wunderbar. Ja. Helmut, ein Resümee von der Partie, jetzt kommen die beiden gleich ein, von dir aus. Ja, also es ist wirklich völlig überraschend für mich. Ich dachte, Schwarz wird es wohl langsam nach Hause schaukeln. Das ist das Schöne, dass die Großmeister auch nicht alles wissen und Vlasti will auch nicht wissen. Doch, war richtig. Ich habe gesagt, was wird mit der weißen Figur? Es wird doch eines Tages sein, dass die weiße Figur doch noch gewinnen kann. Nein, das letzte Drittel war von Neidisch fantastisch gespielt. Ja.
Herzlich willkommen, kommen Sie zu uns. Herzlichen Glückwunsch, eine wunderschöne Partie. Schönen Dank für die wunderschöne Partie. Der Ministerpräsident wird den Preis überreichen. Es war fantastisch gespielt, das letzte Drittel der Partie. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Hier ist der Preis, der Fernsehpreis. Sie überreichen einen Gewinner. Sie haben ja schon einen. Jetzt wird es langsam zur Sammlung. Herr Neidisch, herzlichen Glückwunsch nochmal. Es war mir ein Vergnügen, Ihnen zuzuschauen. Lassen Sie mir einige Worte noch zu der Partie. Ja, die war an sehr hohem Niveau gespielt. Der Fritz fühlte sich wahrscheinlich am besten von allen heute pudelwohl, aber es machte sehr viel Spaß. Und Helmut, deine Einschätzung? Ja, also ganz spannend, wirklich. Und am Anfang dachte ich, ja, also eher weiß, etwas solider auf jeden Fall. Und plötzlich schien Schwarz die Oberhand zu gewinnen. Aber dann hast du sehr, also wirklich hervorragend mit den Türmen gespielt. Wie war deins? Hast du mal so Angst gehabt, es könnte also verloren gehen? Also Angst nicht wirklich, von der Stellung ist ziemlich unklar. Und ich hatte in dem Moment mehr Zeit. Also habe ich gehofft, dass ich vielleicht die besten Chancen habe. Herr Steinberg, ein Wort von Ihnen? Ja, ich habe lange auf Schwarz gesetzt und habe auch in dem Endspiel geglaubt, dass die Kombination von Turm mit zwei Läufern überlegen sein könnte. Aber ich gebe zu, Ihr Kombinationsspiel mit den beiden Türmen ist überzeugend gewesen. Und das hat den Sieg gebracht und deshalb großes Kompliment. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so wie Sie beide gespielt haben. Und vielleicht hat es Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Studio viel Spaß gemacht und vielleicht auch zu Hause an den Bildschirmen. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, bei Ihnen zu Hause noch etwas nachzukommentieren. Es kann ja sein, dass Sie sagen, er hätte doch vielleicht im 15. Zug das spielen sollen oder er zum Beispiel im 16. Zug das spielen können. Die Grenzen sind offen und ich bedanke mich herzlich bei den beiden Spielern, bei den Kommentatoren. Herzlichen Dank hier im Studio und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.